Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zu Folge Nummer 15 und 16 Ex on the Beach. Ich verstehe gar nicht, was so witzig ist. Ey Leute, es geht wieder so viel ab und ich liebe alles daran. Also auch diese Doppelfolge wird ein Hochgenuss. Meine Güte, schmeckt das gut. Aber bevor wir reinstarten, was ist denn letzte Folge passiert? Ich weiß es gar nicht, Moment. Es stand eine Entscheidung aus. Und zwar wurde vom Terror-Tablet höchstpersönlich gesagt, ihr müsst euch entscheiden zwischen Sasa oder Jermaine. Und da starten wir direkt auch wieder rein. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das sehr, sehr gern auf RTL Plus. Hier zu abonnieren, come on, ist ein absolutes Muss. Und ich würde sagen, wir starten rein. Entscheidet euch jetzt zwischen Sasa und Jermaine. Oh. Jermaine würde ich eher ficken, deswegen geht meine Stimme an Jermaine. Grüne Fahne für Anastasias ehrenlose Ehrlichkeit. Sehr gut gemacht, Baby. Ich habe mit Jermaine nicht so viel zu tun, deswegen will ich, dass Sasa bleibt. Ach so, Momentchen. Also nur die Frauen dürfen hier aussuchen und entscheiden. Das ist ja auch genau mein Gusto. Hatten wir aber auch andersrum. Die Boys durften nämlich auch entscheiden, ob Liesel oder... Das denn noch bleibt. Fies. Von Hü auf Hot. Als ob ich mich jetzt gegen dich entscheide, sorry. Alles gut? Also Jermaine, ja. Paulina? Das wäre deine Chance. Warum soll ich unser Hausspielzeug rauswählen? Das wäre ja dämlich. Halleluja. Na klar. Meine Stimme auch für Jermaine. Meine Stimme auch für Jermaine. Ja, bist du auch dran. Mir macht auch nur Jermaine Sinn. Sasa. 5-1. Ja. Oh, Sasa ist raus. Da war sich doch so sicher, dass Jermaine überhaupt keine Konkurrenz sein kann. Blöd gelaufen. Na gut, danke. Hat Spaß gehabt. Weg ist er. Aber du chillst einfach, ne? Du machst auch kein Drama und so unnötig. Null. Wenn, kommen die Leute zu mir und machen Drama. Ich finde halt dieses unnötig Drama machen, ne? Also nötiges Drama hätte sie schon machen können, das ein oder andere Mal. In meinen Augen, aber come on, wir sind ja alle unterschiedlich. Du bist einfach da nichts mehr wie. Was ist die? Ich zieh das irgendwie an, dieses Drama. Okay, wieder haha. Oh, ich schwöre auf alles, das steht da. Jermaine, auch du musst jetzt die Villa verlassen. Was? Ich find's lustig. Also wenn er jetzt wirklich gehen sollte. Was? Tobias und Marvin begleiten dich. Oh, ja, die gehen natürlich nur zum Strand. Ich bin einfach enttäuscht. Das heißt, es wird irgendwer dort angespült. Und wenn nur Boys da sind, dann wird's ein Girl sein. Bin ich gespannt. Boah, der erste Blick fickt komplett. Dunkel, ja, safe. Ja, Digga, dann ist mir scheißegal. Ah! Der hatte noch nie eine dunkelhaarige anscheinend. Frechheit. Ist das Vicky? Nein, bist du schlank? Vicky? Das sagt mir irgendwas. Was? Oh, ich hab Angst, ja. Nicht suchen keine Männer aus, sondern ich suche die Männer aus. Ich bin definitiv eine Frau. Wenn der Sex gut ist, dann schaue ich halt leider wirklich über sehr viele Sachen auch hinweg. Gut, wenn es halt nur F+ ist, dann warum nicht? Ist doch okay. Ich bin die Victoria, ich bin 26 Jahre alt und ich bin die Ex von Jermaine. Krass. Die war mit dem zusammen? Ja, keine Ahnung. Das habt ihr nicht gesehen. Nach Are You The One wollten wir uns eigentlich wieder treffen. Haben dann auch über mehrere Monate tagtäglich gefacetimed. Irgendwann hat er dann einfach aus dem Nichts nicht mehr eben geantwortet. Er hat dich geghostet? War das nicht genau dasselbe, was Paulina mit Jermaine gemacht hat, wo er dann zum Strand gegangen ist und meinte, du blöde Kuh, hast mich einfach geghostet? Aber klar, wenn der das macht, ist doch kein Problem. Wenn Paulina das mit dem macht, das geht natürlich nicht. Nee, also ich finde auch, dass das eher so ein Männerding ist. Ich möchte definitiv Rache nehmen an meinem Ex. Ist sie sauer? Ich weiß es nicht, wo er jetzt kommt. Jetzt ist das die große Frage. Hallo. Alles klar? Alles klar? Der geht schon mal in Deckung. Na? Tja, so sieht man sich wieder. Mhm. Wie geht's? Gut, und dir? Sehr, sehr gut. Zum zweiten Mal ab, ja. Was? Das kommt mir sowas von fake vor. Also seitdem die da gesagt haben, Sasa und Carina haben sich abgesprochen und so, denke ich, die haben sich doch alle abgesprochen. Die haben sich doch alle abgesprochen, damit sie die größtmögliche Sendezeit bekommen. Und das finde ich so
Ja, es ist schon geil für uns, ne? Weil das Drama ist da, aber es ist dann halt nicht echt und das mag ich nicht. Was hast du denn gedacht? Zuallererst mal, du hast mich hier verarscht, du hast mich hingehalten. Du hast jede Bitch bevorzugt, wirklich jede Bitch. Irgendwie verstehe ich nicht, warum sie so krass sauer ist. Und dann willst du so herkommen und machst das gar nichts? Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, sie freut sich, mich zu sehen. Aber es ist anscheinend gar nicht so. Genauso auch Paulina, die meinte, ja, ich glaube, also ich freue mich, den zu sehen. Und dann, ah ja, nee, doch nicht. Warum? Ja, weil Paulina hat ihn geghostet. Guck einfach mal in den Spiegel, vielleicht fällt dir was auf. Ich gucke in den Spiegel und ich sehe was Attraktives und was Gutes. Punkt. Was soll ich dir sagen? Du wohnst weit weg. Aber ich finde es gut, dass er erstmal lacht. Erstmal lachen, ne? Weil das machen unsichere Leute. Einfach lachen. Der Arme war voll überfordert. Ich fand es lustig auf jeden Fall. Das hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Ah, jetzt auf einmal. Wohnst du in Dubai, ich wohne in Berlin. Er denkt sich so, ja, ich habe eh hier meine Bitches. Scheiß auf die eine dort, ja. Na dann, find deinen Sinn woanders. Hat mein Ego schon sehr verletzt. Sorry, Victoria, aber dass man das Ego einer Frau verletzt, ist doch absolut normal und völlig okay. Aber andersrum, das geht nicht. Ich bitte euch. Komm jetzt mal an. Hi. Alles klar, Marvin. Freut mich. Boah, Victoria, Wahnsinnsfrau. Also optisch gesehen eine richtige Granate. Aber die ist doch nicht blond. Wie kann das sein? Willst du was trinken? Ich hab dir schon aufgemacht. Hm, das ist süß, danke schön. Witzig. Meine Meinung war ein bisschen Ähnlichkeiten zu Laura, deswegen ja, attraktive Frau, kann man nicht anders sagen. Geil, sein Standard, was Frauen angeht, Laura. Mir schlottern die Knie so, weißt du. Ja, erzähl mal, was ist bei euch passiert? Also, du hast sie verarscht? Ich hab niemanden verarscht? Ja, Männer sagen immer, ich hab niemanden verarscht. Ich fühle mich schon wie Paulina, Mann. Wie werd ich hier gestellt? Was ist das? Vielleicht, weil du so bist? Wenn man mit jemandem monatelang schreibt, ja, und dann einfach von einem auf den anderen Tag keine Antwort mehr kommt. Dann ist das völlig normal, ja? So geht man mit Frauen um. Wir hatten viel, viel Kontakt, wir haben viel geschrieben, viel telefoniert. Und also, man dann... Also quasi aber, geghostet, dann, aber der jetzt, Kontakt jetzt wurde schon ein bisschen weniger, mal, ja? Ja? Nee, oder? Du hast einfach von heute auf morgen nicht mehr geantwortet. Ja, irgendwann haben wir einfach nicht mehr geschrieben, aber es ist nicht so, dass ich sie geghostet habe oder so. Ach so, der hat die gar nicht geghostet. Ja, was denn jetzt? Du wohnst in Dubai, ich wohne ja, in Berlin. Ja, aber wenn man will, dann hätte man auch einen Weg finden können, sich ja, zu sehen. Ja, einfach nach ja, Berlin aber du wolltest einfach nicht. Ja, nicht schau, gekommen? Das meine ich. Ja. Du kannst einfach kommen, können. Ja. Komm. Ja, soll ich nach, ich will nicht nach Dubai kommen. Ich will nicht nach Dubai kommen. Ja, das kann man auch von vornherein dann kommunizieren. Du weißt doch von vornherein, dass sie in Dubai lebt und du in Berlin, Alter. Nee, einfach irgendwann nicht mehr schreiben. So macht man das als richtiger Mann. Safe. Sie hätte ja auch irgendwie mehr Gas geben können, dass wir uns sehen. Wie man sieht, hast du die halt immer noch nicht geändert. Doch, ja. Ich bin jetzt erwachsen geworden. Na klar. Der Jermaine ist immer noch jetzt vom ersten Eindruck her der gleiche Jermaine, so wie bei Are You The One. Also 2,5 Jahre später, ich sehe hier keine Weiterentwicklung im Gehirn. Ist alles noch beim Gleichen. Ja. Schön. Schönes Gefühl. Wir haben ein weiteres Baby bekommen. Und warte mal, habt ihr euch einmal dann draußen noch mal gesehen, so richtig? Nee. Was? Hä? Also habt ihr euch gar nicht kennengelernt, so richtig? Nein. Dann wart ihr doch auch nie Ex. Also, ach Mann, das nervt mich hier. Die sollen die Regeln mal ein bisschen strikter halten. Wenn man sich wirklich gut findet, dann ist doch das allererste, was man macht, man kommt raus und sieht sich sofort. Absolut. Grüne Fahne für Sexy Mabu. Wie hieß er nochmal? Tachi Mabu. Mabu, Mabu, wie denn überhaupt? Ihr könnt sie alles nachholen. Ey, können wir uns aber jetzt einmal umarmen, bitte, danke? Hä? Was? Chill mal, Mann! Es gibt definitiv noch eine Chance, ja. Ich weiß, der Wolf hat immer eine Chance, so. Zeig das mal, Paulina. Da würde ich auch mal gern sehen, dass du noch eine Chance hast. Ich glaube, manchen steigt sie ein bisschen zu Kopf irgendwie. Aber so können wir jetzt uns einmal Hallo sagen? Nein. Oder umarmen oder nein. So? Hä? Bleib weg von mir. Einmal? Nein. Tschüss, ja. Tschüss, Alter. Ich hab dich doch nur geghostet. Jetzt nimm mich doch mal in den Arm, verdammte Scheiße. Jetzt bin ich gleich auf dem Date mit dir so. Und sie ist wieder happy. Oh Mann, das ist einfach so ein krasser Blender, Alter. Und das regt mich halt so an dem so auf. Ey, ihr habt ja auch gesagt, ich bin so hart mit den Männern, ne? Aber mir geht's halt um die. Diese Männer dort. Sind das Männer im wahren Leben? Vielleicht bei euch im Leben, bei mir nicht. Also ich kenne... Wie oft habe ich das denn auch schon gesagt? Tolle Männer, die eben nicht so dumm sind. Die sind einfach ehrlich. Wisst ihr, ehrlich und keine Blender und... Das, was die sagen, da kannst du auch was drauf geben. Schlag's Märchenbuch zu. Keine Ahnung, ob Jermaine noch was von seiner Ex will oder ob eine Ex noch was von ihm will. Und wie ist sie so? Nett? Haben die Streit? Sie ist so gut auf ihn zu sprechen. Das wird sie ja wahrscheinlich zeigen, ob er noch Interesse an ihr hat. Er wollte sie so umarmen. Und sie dann so, ey. Stopp! Moment mal, bleib mal, wo du bist. Ach, scheiße. Hat er so eine kleine Ansage gemacht, weil er hat sie ja geghostet. Und die haben wohl monatelang geschrieben, jeden Tag telefoniert.
Und irgendwann wurde das ein bisschen weh und Jermaine hat einfach nie wieder geantwortet. Oha. Das ist ja komisch, dass man Sachen macht, die man selber gar nicht gut findet. Ja, das finde ich auch sehr komisch tatsächlich. Aber wisst ihr, bei der Paulina wird voll das Drama gemacht, ne? Jermaine hat sich ja sofort mit Yasin zusammengeschlossen. Und hätte er Dominik kennengelernt, 100 Pro mit dem auch noch. Und dann alle gegen Paulina, weil die ist ja die Blöde. Aber die dreht den Spieß halt einfach mal um. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das gut finde, aber ich finde es halt einfach mal fair, dass die erfahren, wie sich das anfühlt, wenn man einen Menschen wie Scheiße behandelt. So. Es ist KM, sage ich nur dazu. Selbstschuld, kein Mitleid. Wenn er nicht weiß, was er an mir hat, dann soll er sie nehmen. Sie ist ja dann eh die zweite Wahl, weil eigentlich war ich ja erst mit ihm. Und wenn er sie jetzt nimmt, dann soll er sie nehmen. Die Logik verstehe ich nicht. Ich bin nicht dumm. Ja. Ich war auf dem Gymnasium. Oh mein Gott. Und bist du sauer auf mich? Hör mal zu jetzt. Die Sache ist, wenn man einfach keinen Bock mehr hat, dann kann man auch sagen, hey, Victoria, hör zu. Es gibt ein paar andere, die mir gefallen. Wir lassen das besser bleiben. Und es ist mir nicht so viel wert, dass wir uns jetzt treffen und dass du dir den ganzen Aufwand machst und kommst, weißt du? Aber es ist halt einfach nicht okay, wenn man so gar nichts sagt. Geil, ne? Wie ein Kind erklärt die das. Aber so versteht das vielleicht dann auch endlich mal, weil er ist ja der Meinung, er hat sie nicht geghostet. Ich würde gerne mal wissen, was die Definition von Ghosten ist. Ey, aber ganz im Ernst, Paulina hat den doch gar nicht geghostet. Die hat mit dem Schluss gemacht, Paulina gesagt, ich will das nicht mehr. Dann hat er gesagt, ich will aber nochmal darüber reden. Und darauf hat sie dann nicht mehr angeantwortet. Richtiges Ghosting ist das doch nicht, oder? Das wäre doch hier richtiges Ghosting. Weil natürlich ist Paulina die Schlimmere. Im Endeffekt, sah es jetzt so aus, als hätte ich dich so komplett irgendwie ignoriert oder hätte dich geghostet, so wie ja, Paulina genau. Mich. Das ist wahrscheinlich so die erste Frau im Leben, die dir so eine richtige Abfuhr gegeben hat, ha? Safe. Verdient. Ich sage immer, Karma trifft jeden. Ehrlich gesagt, finde ich, es geschieht Jermaine schon mal recht, dass jetzt ein Mädchen auch mal dasselbe mit ihm gemacht hat. Jetzt fühlt sich gut. Jetzt geht's mir besser. Mir geht's da auch besser, Leute. Und es tut mir leid, wenn ihr das absolut asozial findet von mir. Aber ich wehe da eine grüne Fahne in meinem Kopf, wenn ich ganz ehrlich mit euch sein soll. Weil anders lernen die es doch nicht. Oder? Ja, aber ich passiere mir ja. Also ich meine, gelernt hat er ja immer noch nichts. Weil anscheinend macht er ja genauso weiter wie bisher. Aber gut. Unverständlich. Naja. Gibt's sonst noch irgendwas, was sie wissen muss? Ich habe was mit einer Dame dort momentan. Jessica heißt sie. Mhm. Der hat richtig abgewogen, ne? Soll ich es jetzt sagen oder nicht? Aber hier sind Kameras scheiße, das wird eh ausgestrahlt, wenn die gleich in die Villa kommen. Die wird's ja sowieso wissen, komm, bin ich mal ehrlich. Bin ich mal ehrlich. Einmal im Leben. Auch dunkle Haare. Sieht schön aus. Ich schlafe nur momentan neben ihr. So, aber ach, ist alles neben offen. Ihr, aber nicht mit ihr. Oh, noch nicht. Wir gucken zurück in die Villa. Hier ist gerade Botsch mit Anastasia im Gespräch. Botsch finde ich richtig, richtig gut. Der wird von mir eine 1 plus mit Sternchen kriegen. Bei Botsch muss ich sagen, der sieht ja schon ein bisschen ähnlich. Ja, hat schon Ähnlichkeiten, weißt du. Maurice, doch überhaupt nicht ähnlich. Ganz anderer Typ Mann. Ich glaube, Maurice ist sauer oder so. Nein, oder? Keine Ahnung. Guck mal. Ich glaub nicht. Warum soll er aber sauer sein? Also, weil ich mich hier mal an alle ranmache. Die ist einfach brutal ehrlich und ich liebe alles daran. Ach so. Ah, was soll ich dir dazu sagen? Also genau das. Genau das jetzt? Ja, das will ich nicht. Will ich nicht, aber du bist hier bei Ex on Beach, das ist dir klar, oder? Oder? Also, nee. Boah, das ist echt hart. Ich hatte ja schon auch was mit jemand anderem hier. Es war halt nur so kurz ficken, aus Langeweile. Dominik, hast du gehört? Die hat nur mit dir aus Langeweile, wenn der das wüsste. Das machst du mit dem Dominik nicht, das machst du mit niemandem. Piss dich. Aus Langeweile. War's gut? War ganz gut, ja. Ist chillig. Mhm. Die Anastasia ist verdammt offen, ne? Und ich schätze das an einer Frau so sehr, wenn sie so offen ist, weil ich finde, so muss jede Frau sein. Es wäre schön, wenn jede Frau so sein könnte, kann sie aber nicht, weil sie ja sofort verurteilt wird von der Gesellschaft dafür, dass sie eine dumme Schlampe ist, Alter. Das machen Frauen nicht, das machen nur Männer. So, und deswegen verstehe ich auch, dass so viele Frauen diesen Lifestyle nicht leben, weil sie immer mit Gegenwind zu rechnen haben.
und immer mit Kritik und immer mit Slut-Shaming und das ist einfach super anstrengend, ne? Super anstrengend, wer will das schon? Ich meine, klar, wem erzähle ich das hier? Einem Mann? Kann ich mir eigentlich auch schenken, ne? Nein, aber wirklich Ärsche wackeln könnte. Ja. Also mein Motto ist, your kink is my kink. Weil ich find's geil zu wissen, was jemand anderes geil macht. Und wenn ich denjenigen damit geil machen kann, das macht's mich wieder geil. Ja, okay, ich weiß. Weißt du? Ja. Lass mal ficken. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass sie auf einmal so krass ist. Nee, Digga, die hat sich übertrieben verändert. Das meine ich. Die hat sich übertrieben verändert. Also die hat zwar die ganze Zeit schon Onlyfans gemacht und so von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben. Und ich wusste eigentlich damit schon, dass es eine offene Person, aber die hat sich so verändert. Als wir zusammen waren, die hat sich nicht ständig an irgendwelche Männer rangeschmissen. Die hat sich voll verändert. Was erwartest du? Und hattest du schon mal einen Dreier? Normal. Ey, mach mich hier nicht horny jetzt. Mach ich dich horny? Ja. Guck mal, das macht den horny, das Dreier-Thema. Aber was für normal? Hattet ihr auch alle schon einen Dreier? Ist das so normal heutzutage? Dann kann man ja erst recht immer nicht aufhören. Man hat doch gerade erst angefangen, weißt du? Kannst es dir ja irgendwie hochklemmen oder so, obwohl das geht hier nicht so gut, wa? Ja, das ist halt witzig, wenn es dann da rauskommt. Ja, weil mein Schniedel geht fast bis zur Nasenspitze. Wie soll ich da irgendwas hochklemmen? Oder wie so eine Kobra. Ich wusste, sie ist locker und offen. Aber das ist ja schon heftig, das ist, oder? Das ist ja die Endstufe davon. Es ist ihre Entscheidung. Das, ist also, ja, klar, das klar. Muss man respektieren. Aber ja, ich kann auch verstehen, dass man da wirklich sagt, hey, puh. Tobias. Ich wusste nicht, ob ich ihn gerade Tobi nennen soll oder Tobias. Aber grüne Fahne. Es ist ihre Entscheidung. Muss man respektieren. So was Tolles habe ich hier doch noch nie gehört. Krass. Ja, Traummann, auf jeden Fall. Dann gehen wir zusammen ins Kino zu einem Horrorfilm. Und dann haben wir im Kino Sex. Ach du Scheiße. Okay, ja, okay, das ist loco. Das ist wild. Das ist echt loco, ey. Wer will denn bei einem Horrorfilm Sex haben? Da würden mir ja so die Knie schlottern. So, wie soll ich denn da einen wilden Ritt starten? Ich meine, es war immer meine Wunschvorstellung. Und ich habe nie gedacht, dass eine Frau so drauf ist. Und Anastasia ist so drauf, deswegen. Traumfrau. Sei einfach mal ehrlich. Ah, geiles Thema. Dieser Mix aus schüchtern und direkt, aber irgendwie auch leicht zurückhaltend, aber auch nicht, tat irgendwie voll an, weil das macht voll Lust auf mehr, finde ich. Schön. Mit wem war sie denn vorher? Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, da war doch noch wer anders. Aber das ist schon wieder alles so lang her hier, 2 Wochen. Scheiße, Bruder. Ey, es kommt Ayo Sovan VIP bald, ne? Sind wir dabei? Das ist prima, Viva Colonia. Ich sage mal ja. Ich hab richtig Bock. Ich weiß zwar noch nicht, wer an Kandidaten dabei ist, außer ich hab gehört Kelvin. Aber irgendwie glaube ich das nicht, weil der war doch schon letztes Jahr. Wie oft wollen die den noch einladen? Lol. Aber gut, hab ich nichts gegen, ne? Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Apropos, Leute, nicht vergessen, ne? Abonnieren. Oder? Sagt. Abonniert den Kanal. Zwing sie. Aktiviert die Glocke. Ja. Schreibt in die Kommentare. Ja, aber nur Nettes. Ich hatte wirklich eine total schöne Zeit hier. Der neue Hintern muss natürlich direkt angemalt werden, definitiv. Der neue Hintern, was heißt das überhaupt? Hat die sich denn machen lassen? Die machen hier so Bodypainting, ne? Da habe ich dann für den Moment Bodypainting gefeiert. Du weißt ganz genau, ich bin die Nummer 1. Sogar von Berlin nach Dubai. Wie gesagt, wir müssen mir dort mal die Leute anschauen und dann an. Victoria weiß ganz genau, wie man das Spiel mit dir spielt. Das sagt die doch nur, damit du dich weiterhin gut fühlst, sie auch weiterhin noch eine Chance mit dir hat, aber sie noch weiterhin vielleicht auch mit dir ein bisschen spielen kann. Also, wie kann man denn erwarten, dass man immer noch die Nummer 1 ist, wenn man jemanden wie Scheiße behandelt hat? Weil es genau dann funktioniert, ne? Das ist ja immer, weil man will das, was man nicht haben kann. Also Victoria jetzt in dem Fall, sie wurde von diesem Mann abgewiesen, also hat sie für den vielleicht auch noch mehr eingebildete Gefühle, so wisst ihr, wie ich meine? Dann denkt man ja immer so, was wäre, wenn ich mit dem doch noch irgendwie oder bla bla bla, hätte er mich nicht abgewiesen. Und man hat auch so ein bisschen, sie sagt ja selber, ne, es hat an ihrem Ego gekratzt und so. Das ist so umgekehrte Psychologie, die er bei ihr anwendet, sie aber bei ihm auch. Also hoffentlich. Bitte gib ihm keine Chance. Alles, was du gesagt hast, hat für mich, meinen Augen, meine Meinung, absolut gar keinen Sinn. Kannst du sagen, ob ich immer noch der Nummer 1 bin? Genau. Victoria ist schon eine schöne Frau und ich weiß nicht, vielleicht kann es noch was werden. Tequila, Tequila, Tequila! Hä? Hier ist ein ganz neuer Bub. Was ist das so? Hä? Ich bin Max, 27 Jahre alt und ich bin nicht nur ein Vollstrecker auf dem Fußballplatz, sondern werde es auch in der Villa sein. Der kommt mir ja bekannt vor. Aber woher? Ich weiß es nicht. Ja, der Max ist einfach eine Mischung aus Romantiker, der gerne frech ist und die Frauen ein bisschen vielleicht provoziert. Und meine Verflossenen könnten mir vorwerfen, dass ich nur mit denen gespielt habe. One-Night-Stands, Freundschaft plus, Side-Chick. Könnten die mir vorwerfen, ist aber natürlich nichts dran. Ist nichts dran.
Also jetzt guckt mal bitte in den Spiegel und dann sagt mir, könnte euch jemand vorwerfen, dass ihr Menschen wie Scheiße behandelt habt? Und dann würdet ihr da stehen und in die Kamera grinsen und darauf noch stolz sein? Das kenne ich. Das können wir anstoßen. Max kenne ich von Bachelorette. Cooler Typ, mit dem man lachen, Spaß haben, ist geil. Ach so, Bachelorette Sharon, ne? Da habe ich nicht drauf reagiert, da war ich richtig traurig. Das war gleichzeitig mit Princess Charming. Ich musste mich entscheiden, aber ich fand diese Staffel, also ich fand Sharon halt unnormal krass. Aber Maurice war da auch? Naja, ja doch, war der. Ich habe ihn sogar mal als Einspieler verwendet. Aus der Zeit dort. Nee, aber dieser Max, der hat irgendwas gemacht mit Sharon, was ich so richtig strange fand. Ich glaube, der hat die so ein bisschen gebodyshamed, dass sie zu dünn wäre oder so. Der braucht mehr Kurven oder was? Irgendwas war da. Der hat dir auf jeden Fall die ganze Zeit so ein schlechtes Gefühl gegeben. Max, mein Bruder Max. Botsch und ich sind wirklich sehr close miteinander. War zusammen feiern, war zusammen bei Festivals und so. Deswegen ist man sehr close miteinander. Ja, in dieser Szene auf jeden Fall, oder? Also, ich liebe ihn. Paulino und ich kennen uns aus Köln. Ist der aus Köln oder was? Ich habe den dort noch nie gesehen. Wie kann das sein? Wir kennen uns schon lange eigentlich, weil wir haben so den gleichen Freundeskreis. Jesse habe ich beim Feiern kennengelernt. Ich kannte einige, also ich kannte wirklich einige. Was geht, Mann? Marvin, was geht, Max? Freut mich. Ja, irgendein Typ ist angezogen. Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Hallo, Vanessa. Hi. Freut mich. Der erste Eindruck von Vanessa ist auf jeden Fall positiv, weil sie halt auch vom Optischen eine Frau ist, die mich sehr, sag mal, sexuell anzieht. Sexuell anzieht. Ey, irgendwie, der ist so, ich finde, der ist so ein bisschen ganz, also als hätte der so ein bisschen Babyface-mäßig. Aber es ist gar nicht unbedingt sein Gesicht, sondern die Art und Weise, wie er redet. Das kommt mir irgendwie so richtig kindlich rüber. Oder? Also ist ja nicht schlimm, ne? Aber ist auch irgendwie mal was Erfrischendes, weil die doch alle immer so versuchen, so mega maskulin zu sein. Verarscht doch wen anders so. Geil, der Max ist da. Der hat mich direkt mit zur Seite genommen, fand ich super, finde sowas total attraktiv. Was machst du beruflich? Ich bin jetzt im Augenblick Masseurin. Also, mit Happy End oder ohne? Nein, ohne Happy End auf jeden Fall. Alter, stell mir einfach, du bist Masseurin, dann muss ich erstmal so eine respektlose Frage geben. Ja, ist der jetzt Fußballer oder was? Wenn ja, dann wäre auch meine Frage. Fußballer mit Knieverletzung oder ohne? Ich habe meine ganzen Zertifikate gemacht und auch, so. Okay. Aber nicht physiotherapeutmäßig? Nee, ne? Also ich mache tatsächlich Wellnessmassagen und auch Sportmassagen. Ich gehe tief in die Faszien und also, ne, okay. All das. Boah, als Fußballer braucht man sowas. Ja, ich weiß. Mhm. Ich hatte auch schon zwei Fußballer gehabt. Die habe ich auch schon durchmassiert. Vor allem immer mal die Waden mit und sowas, ne? Boah, ich weiß, die Waden. Das ist wichtig, klar. Vor jedem Spiel oder nach jedem Training. Aber ihr habt immer so euren eigenen Masseur. Ja, ja, wir haben unseren eigenen Physiotherapeut. Ja. Deswegen mache ich das halt immer so. Aber mega. Wenn ich das zu Hause kriegen würde, wäre noch besser. Oh, gut, ne? Warum nicht? Wäre noch besser. Ja, klar. Als ob die den dann noch mal massiert zu Hause, wenn die den ganzen Tag da am Massagetisch steht. Was sollen sie denn sonst noch alles machen? Nee, scheint ja hier ein nettes Gespräch zu sein. Aber ich frage mich halt, ist der wirklich Fußballer? Weil ich denke mal, wenn du Fußballer bist, dann bist du doch reich, oder? Ich will den mal googeln. Also, wo der spielt. Das ist wie im Lotto, ne? Da kann jetzt alles passieren. Jetzt so, erst FC Köln. Boah, das wäre ja übel krass. Oder vielleicht Fortuna. Wie heißt denn der? Max, ja. Ah, der wird mir direkt angezeigt. Max Wilschrey. FC Karbach. Oh. Sturm. Sagt mir ja alles nichts. Aber krass. Beeindruckend. Nee. Vanessa ist eine sehr coole und bodenständige, lustige Frau. Der Vibe war auf jeden Fall da, wie man so schön sagt. Hattest du schon, ich bin direkt, ne? Finde ich gut, ja. Hattest du schon mit irgendwas von hier? Nein, mit niemandem. Krass, die hat ja wirklich mit niemandem was, ne? Das ist ja irgendwie auch hier schon fast eine Seltenheit. Mann, ey Leute, ohne Scheiß, ich bin der entspannteste Typ überhaupt. Ach ja, die war ja mit dem ein bisschen am Anwandeln. Ich hab's doch wieder vergessen. Oh, die reden auch schon lange, ne? Ja. Und solange ich mit einer Frau nicht zusammen bin, lasse ich mich auch überhaupt gar nicht auf so einen Kopffick ein. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ey, der überrascht mich hier heute, ne? Grüne Fahne. Warum denn auch? Du hast ja gar kein Anrecht auf die. Also finde ich gut. Ich finde Vanessa irgendwo interessant, ja. Trotzdem ist bei mir halt immer noch so, ich kann Vanessa noch nicht so richtig einschätzen. Weil Vanessa ist eine Frau, die öffnet sich halt sehr langsam.
Und jetzt? Okay, bist du gerade irgendwie, sag ich mal, festgefahren? Oder nein, schon die ganze Zeit nicht. Wäre da schon mehr mit mir, Marvin, im Augenblick, dann wäre die Lage sicherlich eine andere. Aber ist es ja gerade noch nicht so ganz. Ja, total. Nee, Max ist keine Konkurrenz. Er ist nett so, aber... Aber ich find's lustig, weil sie scheint sich ihm noch gerade völlig zu öffnen, ne? Alles zu erzählen. Ich frage mich, ob der auch schon weiß, der sexy Mabu, dass der, dass die Masseurin ist und alles pipapo. Keine Konkurrenz, auf gar keinen Fall. Cheers. Jetzt sagt der Max, ich glaube, der ist jetzt auch ein bisschen bei mir so dran. Ich glaube, der mag mich. Ist okay. Dieses Lachen habe ich vermisst, ne? Die ist ja auch so eine Süße, das passt gut. Max ist so ein Süßer, also so vom Gesicht her und allem pipapo, sie auch. Wäre auf jeden Fall ein süßes Paar. Ich glaube, wir sitzen auf einem richtigen Spot hier mit dem Sonnenuntergang, ne? Das ist perfekt, ne? Absolut. Es ist, allein das, diese Sicht ist so schön. Okay, meinen wir unser erstes Date hier? Ja, das ist schon geil. Oh, ich habe keinen Bock auf so romantische Scheiße und so. Ich fühle mich sehr sicher mit Yasin. Er gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl. Und es gibt nichts, was ich irgendwie an ihn ändern möchte. Das ist einfach nur absolut cringe, ne? Die liegen jetzt hier... Warum liegt man hier so brutal provokant auf dem Boden rum, ne? Oh, wie findet ihr die zwei eigentlich? Findet ihr, das ist ein gutes Pärchen? Findet ihr, das ist irgendwie ein bisschen strange? Das würde mich mal interessieren. Also ich denke, Carina ist ein gutes Mädchen auf jeden Fall, ne? Aber Yasin, super netter Typ. Hab ich auch schon mal gesagt. Ich glaube, mit dem befreundet sein ist richtig witzig, richtig cool. Aber alles darüber hinaus, da kannst du ja dein Grab direkt schaufeln eigentlich. Paulina dagegen hätte sicher einen ganzen Katalog an Änderungswünschen. Guck mal, die Arme. Also ich finde es halt immer noch so krass, weil Paulina sagt ja ganz klar, sie hat auch noch Gefühle für den und sowas. Und die scheißen ja mittlerweile so komplett drauf. Sollen die auch, ne? Aber muss es denn so brutal provokant sein, da auf dem Boden? Hahaha, wir sind die verliebten Teenager, weiß ich nicht. Ich bin hier, um zu feiern! Ach, die sind zurück in der Villa, der Wolf und die Vic. Victoria ist da. Victoria! Ich freue mich, unglaublich zu sehen. Wir haben uns ja vorher noch nie in Real Life irgendwie gesehen. Ist jetzt hier das erste Mal. Aber es ist einfach so, als hätten wir uns schon ewig gekannt. Also ich bin sehr froh, dass sie auch hier ist. Ich freue mich. Irgendwie passen die zwei auch ziemlich gut, Paulina und die, ne? Du musst mir alles erzählen, wir brauchen ein scheiß Update von allem. Die Vicky hat damals alles mitbekommen bei der Trennung mit dem Yasin. Sie hat alle Verläufe gelesen, sie weiß komplett über alles Bescheid. Hä? Also die haben sich noch nie in Real Life gesehen. Und trotzdem weiß diese Vicky über alles Bescheid? Everything is possible, meine Fresse, Junge. Hallo, was denn? Hi. Schön. Du auch, danke schön. Sie hat einen tollen Körper, schöne Zähne. Aber ich glaube, wir haben anderen Vibe. Ich glaube, die hat halt keine Chance, ne? Mit der Vicky befreundet zu sein, wenn die so gut mit Paulina ist. Hallo! Hä, hey, was ist denn mit Yasin jetzt schon wieder? Geh doch hin und sag Hallo! Ist schon ein bisschen peinlich auch, wenn ich ehrlich bin. Ich finde sie optisch extrem attraktiv. Keine Frage. Ach, mich wundert's doch gar nicht mehr, oder? Der findet doch alles attraktiv. Also ja. Wahrscheinlich nicht alles, aber vieles. Extra fresh gemacht, ne, du Wichser? Yasin hat sich schon wieder verliebt in eine neue. Guck mal, selbst Jermaine macht darüber Witze und so lange ist er jetzt auch noch nicht hier in der Villa. Kennt der Yasin? Ich weiß es nicht. Aber das ist es halt. Soll ich sie abnehmen? Nee, passt schon. Eine Sekunde zu spät. Wir sind bei Ex on the Beach. Natürlich werde ich schauen, wie gut Victoria mich findet. Ich werde mich jetzt nicht in Handschellen festlegen und mich in der Ecke verstecken. Als ob es genau dieses Extrem sein müsste, sich in Handschellen. Also, was soll diese dumme Scheiße? Hab doch einfach mal ein bisschen deinen Griffel bei dir und überhaupt. Also, nö. Ich guck da jetzt mal, ich geb Vollgas, wenn die mich gut findet. Dann geht's los, oder was? Du bist doch mit Carina so happy. Fühl dich nicht gezwungen, aber trenn dich, Bulli, renn. Victoria, wie war deine Ankunft? War ganz gut. Ihr müsst euch vorstellen, ne? Carina sitzt da jetzt auch und der setzt sich jetzt da hinten und guckt die ganze Zeit so Victoria an, während die da halbnackt im Bikini ihren Koffer auspackt. Ich find's einfach so lustig, wenn der Yasin sich jetzt wirklich auf die Vicky einlassen würde oder sie ihn aus der Reserve lockt. Ich glaube, die Carina rechnet damit gerade gar nicht. Vicky ist wirklich ein anderes Kaliber. Liebe alles daran. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, Carina rechnet, glaube ich, mit nichts, weil sie vertraut Yasin ja. Und das glaube ich auch, wenn sie das sagt. Und das ist halt das Traurige, ne? Dass sie
ihm vertraut und wir alle anderen aber sehen, dass du diesem Typen nicht vertrauen kannst. So, das ist so ein sinnloses Gespräch, das kann ich mir auch echt sparen. Es riecht hier nach Plastik. Riecht es hier nach Plastik, weil hier Plastikpflanzen sind, oder riecht es nach Plastik, weil hier so Plastikfrauen drin sind? Vielleicht ist es deine Plastik-Sonnenbrille. Weil, soweit ich weiß, Silikon besteht nicht aus Plastik und Ärsche werden auch aus Eigenfett gespritzt. Aber gut. Einfach jetzt drei von der Sorte. Welche wie drei von der Sorte? Wir haben wirklich einen Eisladen. Und ich fühle mich so wie der Eismann. Ich habe die alle genannt. Dicker, ja. Vanilla, Tiramisu, Joghurt, Karamell. Das ist eine Sorte. Unsere Spezies. Ich schwör's dir. Das ist echt creepy. Alle mit gemachten Po, gemachte Brüste, Lippen, Augenbrauen. Hey, warte mal. Ah! Jetzt sehe ich sie. Jessica, Vic und Paulina. Hey, das ist doch völliger Quatsch. Also, soweit ich weiß, Jessica hat ihren Arsch nicht gemacht. Paulina hat ihren Arsch nicht gemacht. Lippen haben sie, glaube ich, alle gemacht. Carina inklusive. Brüste, ja, haben sie alle gemacht. Aber hey, außerdem fehlt doch da Laura. Die ist doch, also jetzt vom Optischen her genau gleiches Kaliber. Und die ist ja noch viel krasser. Die hat ja wirklich alles gemacht. Arsch, Titten, Gesicht, was weiß ich nicht alles, ne? Die haben sie einfach ausgeschlossen. Ich glaube, weil das Bermuda-Dreieck schließt sich. Das ist jetzt der Club der Teufelinnen. Wenn sich das Bermuda-Dreieck schließt, das ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen, oder? Ich weiß es gerade nicht. Rest in peace. Ey, Bruder, guck mal, ich mag dich, okay? Ich liebe dich. Ich schwöre. Bruder, guck mal, ich weiß, es ist deine Ex, aber auf Todesernst, Ex. Bruder, wir haben und ich vibe gerade mit dir, deswegen, was geht da? Wir haben alles geklärt, Bruder. Fühl dich gar nicht gehemmt, bitte. Ach, das finde ich aber süß von Maurice. Also, ne, dass er jetzt wirklich sagt, so, nee, ist alles gut, wir haben alles geklärt. Grüne Fahne. Grüne Fahne. Und wir machen den Weg frei für Botsch und seinen 3 Meter langen Schniedel. Alles gut, genieß auch die Zeit, habe ich gesagt, und mach dein Ding. Bruder, du warst der Einzige, der mich so, ich meine, die anderen haben mich auch so gut empfangen. Oh, haha, Terror-Tablet, was gibt es? Ein ganz besonderes Date für Bosch und Anastasia in der Date-Cabana. Oh mein Gott, das ist doch nicht Scheiße. Wahr. Die machen ja einfach so einen Kamasutra-Würfel hin. Was? Warum übertreiben die so? Warum übertreiben die so, ja, Anastasia? Weil es einfach 1:1 zu dir passt, gib's zu. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, mir ist es scheißegal. Ja, aber boah, das ist auch voll okay, alles gut. Ey. Alles gut, alles gut. Nein, bitte, alles gut. Ja. Ach man, aber ich find's gut von Maurice. Also, dass er im Interview sitzt und sagt, ja, es ist mir nicht ganz scheißegal, aber dann vor Botsch und, naja, Anastasia sagt das ja auch nicht unbedingt, aber vor Botsch sagt, nein, nein, ist schon okay, mach dein Ding. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Weißt du, würde er Botsch sagen, nee, es ist mir nicht scheißegal, würde Botsch vielleicht dann halt auch das nicht machen und dann hätte Anastasia auch nicht die Chance auf Botsch und warum sollte Maurice da im Weg stehen, so, ne? Junge, ich wollte die heiraten, Junge! Okay, das ist cool. Das hier findest du gut. Es ist übertrieben. Du kannst dich gerne auf mich setzen, das fühle ich. Ja, lass lieber neue Stellungen erfinden, ja, oder? Leg das mal Scheiß hin. Auf diesen Würfel. Alles klar. Du kannst gerne auf mich setzen, das fühle ich, zack, boom, sie sitzt auf ihm. Hör mal, das geht schneller, als die Polizei erlaubt. Wir sind bis jetzt auf einer Chemie. Ich kenne es nicht, dass Anastasia einen mir vorzieht. Kenne ich einfach nicht, war noch nie so. Kenne ich einfach nicht, also es ist jetzt hier zwar schon 1000 Mal passiert, seitdem ich hier bin, aber ich kenne das einfach nicht. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass die sexuelle Spannung zwischen den beiden zu krass ist. Hast du das gesehen oder so? Ich habe jetzt nicht so... Hab ich irgendwas nicht gesehen? Keine Ahnung. Hä, hey, nicht gesehen, vielleicht einmal gehört. Botsch hat doch eben noch mit dir geredet darüber, wie toll er Anastasia findet. Digga, ich hab das gesehen, was du gesehen hast. Ja, Bro, keine Ahnung. War schon schön, ja. Mhm. Weißt du, was daran gut ist? Das hilft mir auch wieder, auf ganz andere Gedanken zu kommen, Bro, weißt du? Die Frage ist hier jetzt, wohin das Ganze? Geht doch hier da hoch, in den Boom Boom Room. Mein ganzer Mund ist da. Ich bin komplett feucht. Ja, alles. Da kommt der Tiger raus, das stimmt. Gott. Ich fress dich hier nicht auf. Mach. Soll ich dir sagen, was ich an dir wirklich mag? Sag. Ich find's richtig gut, dass wir so gut miteinander reden können. Und ich höre dir richtig gerne zu. Echt? Ja, voll. Echt?
Das hat mir noch nie jemand gesagt. Wie traurig. Aber ich mag dich wirklich. Ja, vielleicht ist jetzt einfach der Moment, wo du loslassen musst, weißt du? Ja, komplett aber, ne? Komplett. Ja, also der hätte schon zehnmal loslassen sollen. Nachdem die da mit Dominik gebumst hat, hätte er schon loslassen sollen. Aber irgendwie scheint er doch noch krass an der zu hängen. Ich glaube, bei Maurice ist auch ein bisschen das Problem, dass ihn halt keiner will von den Frauen. Hätte er da jetzt jemanden, dann wäre es vielleicht auch einfacher für ihn, da mal loszulassen und so, ne? Also ich fühle mich hier so wie die Prinzessin auf der Erbse. Umgeben von schönen Männern, einer schöner als der andere. Ist ein Paradies, kann man so sagen. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ne? Ja. Du sagst ja, dass sie erstmal die ganze Zeit mit der einen so festgefahren ist, ne? Ich will nur, dass du weißt, dass sie so schauen will, wie weit der geht. Einfach aber nur, um zu beweisen, dass er hier nur eine Show macht. Was ist denn dann? Ist sie der Teufel? Ich glaube, dass Yasin einen anderen Plan verfolgt, nämlich den, dass er einfach sich hier von seiner schönen Seite zeigen will, ja. Dass er jetzt nicht hier so wie in anderen Formaten halt mit jeder rummacht. Ja, also richtig hat er es auch nicht geschafft, ne? Er hat es ja auf jeden Fall versucht. Ich will mal euch daran erinnern, dass er mit Paulina schon geschlafen hat. Obwohl er da Carina schon toll fand. Aber Carina hat ihn halt nicht neben sich schlafen lassen. Und das war dann direkt seine Rache. So einer ist das. Und ja, der sieht nett aus. Der ist so ein bisschen wie der Teufel im Schafspelz oder so, ne? Und ich finde ihre Theorie auch spannend. Passt auch ein bisschen, weil Yasin ja auch meinte, er will jetzt endlich mal beweisen, dass er halt nicht so ist. Und das kann er ja gerade mit Carina an seiner Seite beweisen. Ich bin der festen Überzeugung, dass er eigentlich Gefühle für dich hat, aber er will es nicht zu wem. Weißt du, ja, was ich meine? Voll. Lass uns Spiele beginnen. Aber dass der noch Gefühle für Paulina hat, das weiß ich nicht, du. Das weiß ich nicht. Also da würde ich tatsächlich sagen, nein. Der Zug ist wirklich abgefahren. Ey, habe ich schon bei Charming Boys gezeigt, habe ich selber gemacht. Das sind kleine Peaches, seht ihr das? Sind sie nicht süß? Habe ich bemalt. Liebe ich. Habe ich natürlich bemalt, um mal zu gucken, wie das so wäre. Wenn wir sowas als Merch hätten. Ihr wisst Bescheid. Das ist jetzt meine fucking Mission, hier zu schauen, wie weit ich bei Yasin komme. Finde ich eine geile Mission. Bin ich dabei. Jetzt diese Dollar-Fingernägel, ne? Woher weißt du das dann? Instagram gestalkt vielleicht. Sagen wir es mal so, ne? Ich bin immer noch ich und ich flirte sehr gerne und ich flirte auch sehr gerne mit Victoria. Ist mir scheißegal, ob Carina das vielleicht verletzt, aber es verletzt sie ja nicht, weil sie ist ja eine ganz entspannte. Drama will die ja nicht. Aber ich find's krass, ne? Er hat sogar schon ihre Hand genommen. Körperkontakt ist auf jeden Fall da. Ja. Was für ein Wunder. Einmal drehen. So viel Komplimente am ersten Tag, was ist das denn, ey? Deine Freundin hier, die wird doch schon eifersüchtig. Wir sind doch nicht zusammen. Wir sind noch nicht zusammen. Ich kann auch machen, was ich will. Ich bin Yasin. Kannst du es mal Carina sagen vielleicht noch? Das finde ich schön. Obwohl, würde es Carina sagen, die würde sagen, ja klar, chill. Ich bin eine ganz entspannte, das macht mir überhaupt nichts. Flirte, solange du willst. Willst du dich hier rübersetzen? Ja, komm mal. Wie geht's dir? Das ist meine Frage. Und stört mich gar nicht. Null. Ach, komm. Sie sagt das halt auch so übertrieben aufgesetzt. Ja, ich glaube ihr, aber trotzdem, irgendwie glaube ich auch nicht. Yasin redet heute viel mit Victoria, sie ist heute eingezogen. Ich mache mir gar keinen Kopf. Sicher aus. 100.000%ig. Brauchst du denn euch kennen? Ja, safe. Jermaine so, ich glaube, da muss ich das Lachen ganz schön verkneifen. Ich war auch gerade so, ey, wow, wie wird es denn sein, wenn du kommst? Weil ich so, boah, Jermaine, du weißt ganz genau, sie ist richtig mein Type, so, ne? Und dann meinte sie Jermaine so, ich so, ey, bitte, sag mir, dass sie aber charakterlich scheiße ist. Aber du machst mir gerade den Eindruck, so, schon cool. Ich frage mich, was Jermaine geantwortet hat. Ja, die ist charakterlich scheiße? Bestimmt, ne? Weil jetzt denkt er sich ja, die ist ja doch ganz cool. Aber was eine Frechheit, Alter. Der ist doch da so happy mit Carina und jetzt sagt er da einer anderen, so eine Scheiße. Und Gnade, nein. Er fängt langsam an, Grenzen zu überschreiten, die er sich vorher nicht so getraut hat. Zumindest nicht, wenn sie dabei war. Ich glaube, der hätte sich getraut, aber der war halt Victoria. Die geile Victoria war noch nicht da, das Kaliber. Ich würde sagen, die Handschelle hat langsam einen Riss. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, dann adios. Ich glaube, da ist nicht mal eine Handschelle. Carina hat ihn ja nicht mal an der langen Leine, wie er sich das wünscht von der Frau. Du bist echt eine coole Person. Aber ich habe auch gesagt, dass du meine Top 2 bist. Ich bin keine zweite Wahl. Möchtest du die erste sein? Immer. Nee, das habe ich mich aber auch schon mal gefragt, ne? Ob Yasin so ein Typ ist, der immer die Nummer 1 von jeder Frau sein will. Egal, ob er die Frau jetzt wirklich gut findet oder nicht, er macht es sich so als Spiel immer
diese Bestätigung von anderen Frauen zu bekommen, um sein Ego so ein bisschen zu pushen. Das ist ja wirklich immer seine Challenge. Wenn da eine neue kommt, muss er die Nummer eins von dieser Frau werden. Egal, ob er die dann wirklich will oder nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also die Frage, die ich mir hier stelle, definiert sich Yassins Wert als Mensch darüber, dass er der Geilste ist, egal wo er hingeht? Und wenn das nicht passiert, dann ist irgendwie, ist er vielleicht auch traurig? Naja, dann ist er wütend. Dann ist er wütend. Guck mal, mit Carina und Paulina. Carina hat gesagt, nee, schlafe jetzt heute mal woanders. Du bist mir zu aufdringlich oder was? Was macht er? Geht runter, Paulina bumsen. Haben wir hier gerade Yassin geschaut? Ich bitte euch. Ach, ich bin voll gechillt so. Muss ehrlich, denkst du? Hundertprozentig. Vertrauen direkt. Hundertprozentig. Guck mal, Jermaine versucht ja richtig so, die in die richtige Richtung zu lenken, aber nein. Sie glaubt ihm hundertprozentig. Also Jermaine hatte ja anscheinend auch dieses Gespräch mit Yassin, dass Yassin meinte, ey, wenn Victoria kommt, dann schlottert mir aber die Hose, du. Da schlottert sie. Da wedelt das Schwänzchen. Den musste ich noch bringen, come on. Ich vertraue beiden. Wieso sollte sie denn Victoria vertrauen? Warum sollte die denn da nichts machen? Ihr seid doch nicht zusammen, sie ist ein freier Mensch, ihr seid beide noch Single, kann man was will. Also das verstehe ich jetzt auch schon wieder nicht. Soll sie probieren, ist mir scheißegal. Aber ich vertraue Yassin und ich mache mir wirklich null Kopf darüber, null. Wie kann man dem vertrauen? Der hat doch wirklich schon bewiesen, dass du ihm nicht vertrauen kannst. Bin ich da zu streng mit Carina? Also im Endeffekt, ne, soll sie machen. Und wenn sie so ist, dann ist auch gut. Aber ich denke mir halt, ihr Herz wird doch wieder gebrochen. Dadurch, dass sie halt so naiv an die Sache rangeht mit so einem Typen wie Yassin. Und da muss man sich doch mal ein bisschen selber schützen. Das hat doch was auch mit Selbstwert zu tun, oder? Wie weit lässt du andere Menschen deine Grenzen überschreiten? Ich meine, sie hat keine. Aber das, was der da abzieht tagtäglich, wenn irgendwie eine neue reinkommt, das ist doch wirklich, das ist doch voll unmenschlich. Das Harte ist, er schreckt nicht mal zurück, wenn seine Freundin um die Ecke kommt. Habt ihr das gesehen? Der steht hinter ihr, hat sie so im Arm und haucht ihr da... Ich würde ausrasten. Er steht immer noch neben mir und macht irgendwie so... Denken wir so, sorry? Guck mal, selbst sie sagt das auch. Halt ein bisschen flirty, was soll ich machen? Deine Finger einfach mal bei dir lassen, das solltest du machen. Solange seine Freundin hier nicht hier ist, bekommt er deine Spitzname. Tatsächlich. Ist es zu viel oder nicht, oder? Ich habe sie jetzt nicht geküsst, oder? Sprachlos. Wichtig ist doch, dass ich ganz am Ende vom Tage einfach wieder bei Carina bin. Genau, egal ob ich ihr Herz wieder breche oder nicht. Und wichtig ist doch, dass ich auch glücklich bin, ich Yassin. Ich. Carina ist da gerade zufällig auch um die Ecke gekommen, ne? Ich bin die beste Frau der Welt. Ja, aber ich find's halt geil, ich habe die beste Frau der Welt, ja, weil die nichts sagt, ne? Weil die so eine entspannte ist, die hält ihr Maul. Ich kann flirten, soweit ich will. Ich kann auch die küssen und so. Also ich sag zwar, ich habe nicht geküsst, aber ich kann mal was will. Ist ganz normal. Sag mir immer, Appetit holst du dir draußen, essen kannst du zu Hause. Obwohl ich nicht mal hier esse mit Carina. Das lief wie ein geölter Blitz. Das lief wirklich wie ein geölter Blitz. So, jetzt sind sie aber auch alle mal ins Bett gegangen und wir haben, glaube ich, den nächsten Tag. Dann mach ich überall Attacke. Überall. 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 Du bist auch nicht sicher, du. Du bist auch nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher. Vor wem? Von niemandem. Von mir? Vom Wolf? Ich glaube, an Laura traut sich keiner so richtig ran. Kann das sein? Die flirtet ja wirklich mit niemandem da. Aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass die Männer die schon toll finden. Obwohl, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, Yassin hat es doch total hardcore versucht. Ja. Ich mache mir wirklich... Ich vertraue beiden. Au! Da macht einer so Wolfsgeheule. Ich musste immer an den Hund von meiner Mutter denken. Der ist so klein, 2 Kilo, ne? Und manchmal setzt er sich auf die Fensterbank und dann macht er au, Wolfsgeheule. So ist Jermaine dann für mich auch. So klein, 2 Kilo. Und denkt aber, der ist der große Macker, weil der denkt auch, der ist der große Macker. Wenn du mit dem Jalan, also spazieren gehst, der pöbelt sie alle an, ne? Boah, ich kann nicht mit dem spazieren gehen, ich finde das so schlimm. Carina, Alter. Was ist los? Ich bin morgen aufgewacht neben Anastasia. Ja. Ich dachte mir, es ist übel süß, wenn eine Frau so direkt einkuschelt und so, weißt du. Aber ich will keine mehr kennenlernen, um nur Spaß zu haben. Ich find's auch geil, weil er hat doch direkt Anastasia gekuschelt. Anastasia gefällt mir mega, aber in welche Richtung sich das entwickeln kann, weiß ich nicht. Und diese Unwissenheit, die fuckt mich so unnormal ab. Wir haben gestern übel geweibt und so, immer noch. Mhm.
Aber kommt das von deiner Seite her nur rein sexuell? Oder willst du die Frau auch wirklich ernst kennenlernen? Ich bin ja nicht eigentlich da, um Spaß zu haben. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses hier, da, hier, da. Mhm. Ich verstehe, Botsch, aber dann sagt Conny, setz dich mal auf mich drauf und sowas alles. Also wenn ihm das alles auch zu schnell geht wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. In meinem Kopf ist ein bisschen Chaos. Sag doch, was du denkst. Nein. Trau dich doch. Jack. Keine Ahnung, wie ich es formulieren soll. Warte mal kurz. Keine Ahnung, wie du es formulieren sollst? Carina ist nach wie vor eine Top-Frau. Top-Frau. Oh nein! Der fühlt noch was für Carina, oder was? Er ist ja als Carinas Ex reingekommen, oder? Ja, ist er. Aber die waren noch nie zusammen und hatten auch nie was. Logik nicht vorhanden. Wirklich? Glaubst du, wenn ich vor Jasen reingegangen wäre, wärst du mit ihm genauso close? Weiß ich nicht. Kann man nicht sagen, ne? Das ist halt einfach eine Frage, worauf ich keine Antwort geben kann. Für mich ist jetzt Yasin hier die Nummer eins, aber was gewesen wäre von Anfang an, kann ich nicht sagen. Das ist schwer zu beantworten, ist halt schon ein heißer Feger. Ich hätte mir halt schon mehr vorstellen können, wenn Yasin nicht da wäre. Aber eigentlich überrascht mich das auch nicht. Der ist ja auch dahin und zum Lagerfeuer. Zu dieser Strandsituation und meinte, ja, Carina, ich finde dich toll. Immer noch. Ich bereue das alles ein bisschen. Aber so eine richtige Chance hat er ja nie von ihr nochmal bekommen. Weil sie ja die ganze Zeit mit Yasin war. Das finde ich halt auch so krass, ne? Also, sie hätte ihm noch einfach mal eine Chance geben können. Genau wie Yasin da jedem eine Chance gibt. Fände ich okay. Ja, schade. Was? Ich hätte das Gespräch hier gerne unter keiner Freundschaftsbasis geführt. Aber man kann halt gewisse Sachen nicht ändern. Botsch, seine Chance ist abgelaufen, es ist zu spät und es ist einfach zu spät. Schade. Zu spät? Viel zu spät. Ach man, aber du hättest es doch mal draußen probieren können. Also nein, da warte ich auf Ex on the Beach. Vielleicht andermal irgendwie, wenn es mit euch nicht klappt oder nichts. Ja, sag nicht so. Okay. Nee, aber du weißt, draußen ist anders als hier. Ja, das weiß ich, aber ich bin echt zuversichtlich. Ja, weil sie vertraut ihm jetzt 100%. Das ist so ein toller Typ. Mit dem wird's nicht auf die Schnauze fallen. Es ist so viel tiefer bei uns, als das, was ihr seht. Ich wünsche euch so das Beste so. Wenn es nicht klappt, dann meld ich euch dann noch. Geh doch nicht direkt vom Schlimmsten aus. Und ich habe auch Besseres zu tun, als mich bei dir zu melden, wenn es mit mir und Yasin nicht klappen würde. Scheiße. Da ist sie direkt sauer, ne? Wenn die Leute irgendwie anzweifeln, dass das was Ernstes ist zwischen den Zweien. Aber egal, was zwischen euch beiden ist, die Leute sehen ja auch sonst, wie Yasin sich verhält. Und sehen, wie er sich auch verhält, wenn du nicht dabei bist und so. Und das blendet die völlig aus, ne? Oh, das Terror-Tablett schlägt wieder zu. Ich hab Bock auf eine Ex. Auf jeden Fall, ich will hier eine neue Frau sehen. Botsch, Max und Yasin nehmen sie jetzt in Empfang. Hm, die müssen zum Strand. Da kommt einer. Eine muss es ja sein, weil es sind ja jetzt wieder die drei Boys. Was? Nein! Niemals! Niemals kommt eine Ex von mir, niemals! Ja, let's go, oder? Ich find's geil, wenn hier diese Hanna kommt. Das habe ich auch nur gehört, alles Gossip, ja. Aber ich will's euch kurz erzählen. Es gibt eine Hanna, die war jetzt auch letzte Staffel Are You The One. Und die ist Best Friend mit Carina. Und die hatte halt was mit Yasin. Auch so ein bisschen deeper. Und bevor Carina zu Are You The One gegangen ist, Ex on the Beach gegangen ist, also diese Show jetzt hier, die wir gerade gucken, hat Hanna gesagt, bitte, bitte lass aber die Finger von Yasin. Die sind halt voll die guten Freunde, Carina und Hanna, ne? Aber sind sie auch irgendwie immer noch, von daher. Bros, before hoes. Und sharing is caring natürlich auch. Ihr seid am Arsch. Ich auch. Jeder von uns ist am Arsch jetzt. Wenn meine Ex kommt, die ich persönlich mit Drama verbinde, dann denke ich hier, es wird ein hartes Aufeinandertreffen. Ach ja, bei Drama, da sagen wir nicht rein. Ich bin bei Ex on the Beach und ich habe einiges zu klären. Scheiße, Bruder. Jetzt habe ich komplett Angst. Am Anfang war alles gut und dann bin ich draufgekommen, dass er was mit einer Bekannten von mir hatte. Ich stehe nicht so auf Rumgeficke. Ich hab niemand verarscht. Was? Ich war immer ehrlich. Also von meiner Seite gibt es mit keiner Ex-Affäre irgendwas zu klären. Krass, der kann da wirklich liegen am Strand und sagen, ich habe niemanden verarscht, ich war immer ehrlich. Ich glaube, dann kannst du da auch entspannt liegen. Und den anderen geht halt einfach die Muffe, weil die wissen, die haben Frauen schon oft behandelt wie Scheiße. Ja, und jetzt kommt's ins Fernsehen. Du hast mich so kalt und das wundert mich selber, ne? Scheiß drauf, Bruder. Maxi ist das größte Arschloch auf dieser ganzen Welt. Deiner Pisser. Die hat gesagt, Maxi oder Max ist das größte Arschloch der ganzen Welt. Der gerade da saß und gesagt hat, ich habe niemanden verarscht, ich habe mit niemandem was zu klären. Bin ich mal gespannt. Oh, ach du Scheiße.
Ich will gar nicht hinschauen, ich schwör auf alles. Eigentlich will ich gar nicht hinschauen. Ich frage mich halt, wovor Yasin Angst hat. Also die Einzige, die jetzt noch kommen könnte, die wir aus dem öffentlichen Leben kennen, ist Alicia. Die hätte ich mir da auch ein bisschen gewünscht, ne? Aber ich habe gehört, die ist bei Are You The One VIP dabei. Da sage ich ja. Da sage ich grüne Fahne, weil die ist so cool. Und ich finde, seitdem ich sie das erste Mal kennengelernt habe bei Temptation Island, also ich kenne sie nicht, aber kennengelernt in der Serie, in der Staffel mit Yasin halt, wo sie mit Yasin zusammen war, habe ich gedacht, bitte, die will ich nochmal im Fernsehen sehen. Fabulous. Max, ich hoffe, du hattest eine gute Zeit in der Villa, denn jetzt bin ich da und jetzt wird's ungemütlich für dich. Alter, geil! Die ist Hammer, die kommt so. Hallo! Hallo! Also ich kenne keinen... Oh, ich check gar nichts. Oder ich sehe auch gar nichts. Ja doch. Du? Ja! Wie kann man sich da so freuen? Da hat man doch einfach nur richtige Leichen im Keller, oder? Ich bin Beverly, 30 Jahre alt, ich komme aus Wien. Die hat hier Lucky You über ihrer Mumu tätowiert. Erst habe ich gedacht, da steht was anderes. Aber witzig, damit du es auch nochmal weißt, ne, wenn du da unten abtauchst. Dich wirklich jeden Mann um den Finger. Max, du bist am Arsch. Du bist am Arsch. Kennt man die? Ich kenne sie jetzt nicht, aber sie scheint auf jeden Fall Karacho im Hintern zu haben. Ja, mit der Reaktion habe ich auch gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich. Also glaube ich dir, weil eben saß du ja noch und hast gesagt, du bist offen, also ein ganz ehrlicher Typ. Hast mit niemandem da irgendwie was zu klären. Blöd, dass da jetzt eine kam, die du nicht auf dem Schirm hattest. Da kannst du dir doch sonst auch nichts glauben, was der sagt. Dann fliege ich halt nochmal auf die Fresse im schlimmsten Fall. Oh, die ist sauer. Bruder, die ist sauer. Die ist richtig sauer. Oh, scheiße, Max, Digga. Oh mein Gott, ich bin so glücklich gerade. Ich auch. Hallo, schöne Frau. Hi. Hi. Yasin. Hi. Tschüss, Güter. Danke. Na, du kleiner Pisser. Da dachte ich schon, okay, wow. So, puff. Puff. Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht, habe ich gedacht. Hast du schon ein paar andere Mädels oben gefickt? Du bist ja richtig auf Attacke. Ich wollte auch gar nichts sagen, ne? Weil was willst du da sagen? Ja, nix am besten. Am besten Schnauze halten, ey. Da würde ich auch nichts sagen, wenn die da um die Ecke kommt. Haben wir was zu lachen? Hast du schon vergessen, was du alles gemacht hast? Was erzähl mal, was war? Ja? Was habe ich denn gemacht? Was hast du denn gemacht, Meister? Der weiß es doch bestimmt ganz genau, was er gemacht hat. Hm? Oh, Beverly hat Geburtstag. Ich rufe sie mal schnell FaceTime an. Hi, alles Gute zum Geburtstag. Moment mal, 5 Stunden vorher hast du doch einen am Strand gefickt, oder? Da lacht er, da lacht er. Oh, ehrenlos. Der Max ist ja noch viel schlimmer als ich. Sowas würde ich zum Beispiel nicht machen. Genau, sowas würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich hätte nicht mehr FaceTime angerufen, ich hätte einfach nur Audio-Call eben gemacht. Was? Ja, schon Bruder. Eier dazu, ne? Wenn man 5 Stunden vorher einen am Strand fickt lustig, und mich Alter. Dann anruft. Yasin, grüne Fahne, dass er zu dem sagt, ist nicht lustig, Alter. Ja, ist doch nicht lustig, was lacht der? Die Arme. Boah, das regt mich sowieso so auf, warum die manchmal lachen, ne? Wegen ihrer Scheiße, die machen, dann stehen die da noch. Bist stolz drauf, oder was? Den würde ich draußen so eine klatschen, ey. Alles gut. Ich hab dir immer gesagt, ich will keine Beziehung mit dir. Krass, aber er hat jetzt gerade gesagt, ich hab dir immer gesagt, ich wollte keine Beziehung. Jetzt hast du Sendepause, jetzt rede ich. So hat sie ihn an den Eiern gepackt. So, genau so. Aber er hat gesagt, du hast Ruhe. Wow. Ich weiß nicht, was lustig daran ist. Wow. Manchmal habe ich echt den Eindruck, dass du da oben kein Gehirn hast, sondern einfach nur eine Dose mit 2 Gummeln. Okay. Aber der ist doch Fußballer. Was erwartest du? Spaß. Fußballer haben sehr viel Gehirnmasse. Da wurde eine Studie zugeschrieben. Du lügst atemberaubend gut. Es war unnormal. Befreiend und angenehm, ihm endlich meinen ganzen Frust und Ballast vor die Füße zu schmeißen. Das ist ja schön, Beverly. Aber ich will jetzt mal genau wissen, was hier Phase ist, Alter. Wart ihr zusammen oder nicht? Ich hab dir immer gesagt, ich will keine Beziehung. Stimmt nicht. Doch? Nee. Natürlich. Nee. Sie wusste, dass ich keine Beziehung von ihr möchte. Deswegen verstehe ich halt nicht so, dass sie so extrem sich darüber aufregt. Ja, also, dass sie so extrem, bisschen wäre okay, aber extrem verstehe ich nicht. Also klar, ne, wenn die jetzt nie zusammen waren und da irgendwie auch, also ne, Kennenlernphase oder so alles nicht lief, ja, dann kann er doch eine bumsen und dann 5 Stunden später die bei FaceTime anrufen. Sehe ich jetzt auch kein Problem. Wenn aber für sie das, oder ja, wenn das schon so war, dass sie sich kennengelernt haben und das auch exklusiv, dann ist das natürlich ziemlich asozial. Vor allen Dingen dann an ihrem Geburtstag auch noch, die Arme.
Die Arme, hätte es nicht einen anderen Tag sein können, dass du da eine Alte am Strand bummst. Ja, was denkst du, Max? Ganz ehrlich, ich habe so viele Arschlöcher kennengelernt, aber du kriegst auf jeden Fall die Krone. Wow. Ja, also, wieso soll ich dir direkt beim ersten, Mal sagen, ich will dich nur bumsen? Ich lerne dich doch erstmal kennen und guck mal, wie das überhaupt ist. Max, ganz ehrlich. Also soll ich direkt ehrlich sein? Dann hättest du mich doch nie reingelassen. Jetzt hast du deinen Trick verraten, Max. Wer das verzeiht, der hat einfach keine Selbstachtung. Weißt du, ich möchte von dir gar nicht irgendwelche so 0815 Floskeln hören, von wegen es tut mir leid oder es stimmt gar nicht oder sonst was. Du kommst doch nicht von mir, weil es mir nicht leid tut. Wow. Ich war ehrlich zu dir. Wow. Krass. Ja, es ist ja gut, ehrlich zu sein, aber sich dann nicht dafür zu entschuldigen, wenn man jemanden wirklich krass verletzt, das ist doch doof. Ja, aber bei mir, ich bin einfach ein kleiner Bastard. Okay. Deswegen, du willst ihn nur nicht hören, dann hörst du nicht. Okay, wow, du möchtest dich nicht bei mir entschuldigen für das, was du mit mir gemacht hast? Hast du doch gerade gesagt, du willst keine Entschuldigung. Also warum soll ich dir eine geben? Oh, jetzt hat er sie. Jetzt hat er sie. Klatsch. Das ist aber schon heftig, also von euch beiden. Wenn ich Entschuldigung sagen will, mach ich es mit Herzen heraus. Ja, aber denk einfach mal drüber nach, was für eine scheiße geringschätzende Sache das war. Ja, und es ist ihm scheißegal. Es hat einfach scheiße wehgetan. Ich hätte einfach nur gerne, dass du verstehst, was so ein Egoismus mit anderen Menschen macht. Sie tat mir leid, als sie da auch angefangen hat zu weinen. Ich hätte nicht gedacht, dass es halt so emotional für sie ist, dass sie das so mitnimmt. Alter, die hatte Geburtstag und du fickst da eine andere. Also, ich würde halt gerne mal wissen, wie Max sich da gefühlt hätte. Paulina, bitte einmal an den Max ran. Es ist doch mal so lange lustig, bis man dann selber dran ist, ne? Ich möchte, dass er versteht, was er gemacht hat und es in Zukunft besser macht, dass es nicht noch einen wie mich trifft. Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Argumentiv einmal. Ist gut, dass du es rausgelassen hast, auf jeden Fall. Oh, süß, die Boy ist ganz süß. Die hätten sich auch voll auf Max' Seite stellen können, ne? Aber die waren direkt so, Max, das ist wirklich nicht witzig, bla 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 bla. Sehr gut gemacht, Babys. Ich wusste, dass es jetzt keine Happy-Zusammenkunft geben wird, aber ich dachte jetzt auch nicht, dass es halt so ausarten wird. Hä, aber du hast doch gesagt, du hättest niemals mit der gerechnet. Das ist schon eine harte Nummer. Also. Ja. Ja, hahaha, die beiden müssen jetzt noch auf ein Date, wie immer halt. Ich weiß gar nicht, was ich ihm noch sagen soll. Sein blödes Grinsen, es kommt mir das Kotzen, wenn ich das sehe. Was verstehe ich, das würde mich auch so provozieren, Alter. Wenn du da jemanden vor dir hast, der hat dir dein Herz gebrochen, aber was weiß ich, dich wie scheiße behandelt, respektlos ohne Ende, ja? Und dann sitzt er da noch und lacht und sagt, es tut mir nicht leid, ich find's lustig. Also das ist wirklich Psychoterror schon fast hier drin teilweise. So, komm jetzt, du Hund. Wuff, wuff. Leute, jetzt war das Krankeste. Ihr wisst gar nicht, was abging. Ich hab absolut ein komisches Gefühl. Das ist so ein Idiot. Warum? 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 Weil ich jetzt einfach nicht weiß, was bei den beiden gerade so geht und ob da halt noch alte Gefühle sind. Ja, und jetzt haben die die ganze Story erstmal erzählt, ne? Mit bla bla bla, Geburtstag, pipapo, FaceTime-Call. Digga, aber jetzt kommt das Heftigste! Das Heftigste! Das Heftigste! Dann sagt sie so, das tut ja nicht mehr leid. Und er sagt, nee, tut mir auch nicht leid. Er sagt, es tut mir auch nicht leid. Aber vielleicht hat er sie einfach nicht geliebt oder so, Leute? Ja, genau. Wenn man einen einfach nicht liebt, dann kann man das machen mit den Menschen. Das ist kein Problem. Ja, aber trotzdem. Hab doch mal ein bisschen Empathie. Wenn da jemand sitzt und weint. Aber war das seine Affäre oder seine Beziehung? So Affäre, aber wir haben auch zu ihm gesagt, normalerweise stichle ich immer, ne? Ja. Aber ich will gerade gar nicht hetzen, aber tut es dir nicht leid? Was ist los mit dir? Nö. Ja, krasse Sache auf jeden Fall. Der war kalt einfach. Er sagt einfach nö. Aber wir müssen seine Story aufhören, Leute. Sie hat ihn erst richtig fertig gemacht, kaputt gemacht und dann hat sie zugegeben, hat geweint. Also, verstehst du, was mit Menschen ist? Er hat gesagt, es tut mir nicht leid. Voll die Arme, Alter. Ja, ist auch krass. Aber ja, vielleicht sollten wir uns da wirklich nochmal seine Seite anhören, weil so richtig klar ist mir das immer noch nicht, was da jetzt war mit den zwei und wie die auch zueinander standen. Ich sehe gerade Paulinas Lippen glänzen wie Sau, ich habe meinen Lipgloss vergessen. Hol ich nach. Max könnte jetzt nach diesem Date alles wieder rausbügeln oder er kann sich noch mehr in die Scheiße reiten. Ich hoffe, er bügelt es raus und dass sie einfach dann das Gefühl hat, okay, es tut ihm wirklich leid, er sich mal entschuldigt. Aber ich muss sagen, das Problem ist, wir hatten so eine Situation schon mal mit Nico Legert und Sarah, Temptation Island VIP. Der konnte ja auch die ganze Zeit nicht sagen, es tut ihm leid, weil es ihm nicht leid getan hat. Und das Ding ist halt einfach, ich frage mich dann, was ist besser, ein geheucheltes, es tut mir leid, was einem nicht leid tut, was man dann ja auch spürt als Person, oder dass man sagt, es tut mir halt wirklich nicht leid. Diese pure Ehrlichkeit. Da bin ich immer noch nicht so ganz sicher, was ich da eigentlich mehr schätzen würde von dem Mann. So dumm? Für sie ist es absolut asozial, auf jeden Fall. Aber
eine geheuchelte Entschuldigung kann man sich ja irgendwo auch in den Arsch schieben. Wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist immer schwierig, wenn man von sich selber ausgeht. Und da stellt sich halt auch die Frage, warum tut es dir denn nicht leid? Also, da muss ja ein Grund sein, so. Als ich die Insekten gesehen habe, habe ich nur gedacht, das bist du. Die haben da so Schüsseln mit so Insektenkram. Ich habe den Hass auf jeden Fall in Beverlys Augen gesehen. Ich wusste halt schon, dass es dich verletzt hat, aber dass es dich halt so krass verletzt hat, das war mir gar nicht bewusst. Für dich war es ein Kennenlernen und ab einem gewissen Zeitpunkt hast du schon ziemlich früh gewusst, okay, mehr will ich nicht. Ja? Richtig. Und warum hast du dann da nicht schon gesagt, hey, Beverly, für mich ist die Sache gegessen, ich möchte dich nicht mehr sehen. Warum nicht? Okay, das finde ich ja schon mal kacke von ihm. Ich wollte dich ja noch sehen. Also ich verbringe ja gerne Zeit mit dir, aber halt nicht auf so einer Beziehungsebene, sondern einfach so... Vögel. Das auch, aber auch so, als ich als Person halt so mag. Der checkt's, glaube ich, nicht. Also... Er denkt halt so, ja, ich wollte sie halt noch sehen, aber Beziehung will ich nicht. Aber wenn ich jetzt sage, ich will keine Beziehung, dann will sie ja nicht mehr, weil sie will ja auch was Ernstes. Das heißt, ich habe niemanden mehr, den ich ficken kann. So, sie meint ja auch, er ist so egoistisch und so, und das passt dann schon, ne? Egoistische Schwein hier. Mhm, für die Bettgeschichten war ich ihm immer gut genug. Du hast die Rosinen rausgepickt, ja, und hinter mir die Sinnflut. Ne, scheißegal, was sonst passiert. Mir tut es halt wirklich vom Herzen leid, dass du dich halt aber wirklich was? So verletzt. Hey, jetzt tut es ihm vom Herzen leid? Also finde ich ja gut, aber hä? Auf einmal? Was tut dir leid? Dass ich vielleicht nicht noch konkreter gesagt habe, dass ich mir keine Zukunft vorstellen kann, dass ich nur Spaß mit dir haben wollte und dass ich das, sie hätte noch eher kommunizieren müssen. Aber guck mal, wenn er doch sagt, noch konkreter, dann heißt es doch, er hat es ihr schon konkret gesagt, dass er sich keine Beziehung vorstellen kann. Aber ich finde, wenn du sie reden hörst, dann kommt das überhaupt nicht rüber. Also als wäre das für sie gar nicht richtig angekommen. Oder auch vielleicht nie existiert, also dieser Satz. Naja, wir gucken mal zurück in die Villa. Hier geht's um Anastasia. Anastasia ist eine Topfrau, aber es wird mir irgendwie too much, Mann, irgendwie. Das ist halt geil, jetzt machen die hier so einen Zusammenschnitt, aber da ist so ein Lied hinter, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber die ist wirklich die ganze Zeit bei ihm bla und dann knutschen die und das ist irgendwie so ein Zusammenschnitt der letzten 30 Minuten. Und die sind einfach nonstop, hängt die so an dem dran. Und hier und da nochmal ein Küsschen und hier. Das war jetzt nichts, wo ich sagen kann, okay, es war eindeutig zu viel, aber diese Quantität davon, ne, das ist ein bisschen zu viel. Ich verstehe es, ne? Würde ich meine Zähne putzen und dann steht da einer bei mir am Arm. Nee, Fräulein. Was will sie sehen, dass ich in der Ecke sitze? Ja. Geil oder schon nervig? Schon, ja. Ich will nicht sagen, es grenzt. Aber es grenzt. Dann sag ihr das. Ist schon geil? Ist schon geil, natürlich. Ey, so und so. Und dann hat man einfach Sex mit ihr, Scheiß. Warte mal, habt ihr das gesehen? Aber dann halb Sex mit ihr, Bruder, Scheiß drauf. War klar, dass sowas von Yasin kommt. Na, kannst ja immer wegschweißen wie Müll. Aber einmal reinhalten und so, das würde ich mir gönnen, Bruder. Ich will es zu 100% fühlen. Erst wenn ich was fühle, was Eindeutiges fühle, dann will ich auch Sex haben. Aber ich find's geil. In dieser Date-Cabana wollte der die da nicht auch mal kurz? Also der war, hat er doch gesagt, er ist ganz feucht. Aber gut. Scheiße, hast du nichts zu verlieren? Der sagt, du hast doch nichts zu verlieren, Yasin, ne? Ja, doch hast du. Ehre. Zum Beispiel deine Ehre. Ja, den hat Yasin ja schon längst verloren, deswegen daran denkt er gar nicht mehr drüber nach. Das ist wirklich heftig, ne? Ich hatte das schon des Öfteren ohne Gefühle und ich weiß, wie es ist. Danach denkt man sich, das hat sich nicht gelohnt. Warum habe ich es gemacht? Ja. Also hat er wohl noch keine Gefühle für sie so richtig entwickelt und deswegen auch mit dem Sex nicht. Also ich glaube, es geht ihm aber auch gar nicht unbedingt darum, dass er jetzt unbedingt Sex haben will, sondern dass er sich denkt, okay, mit dieser Anastasia, wie geht's weiter? Immer, also ich will was Ernstes, ich habe aber noch keine Gefühle, deswegen will ich jetzt noch keinen Sex. Irgendwie ist er ein bisschen süß und klein und unschuldig. Eine grüne Fahne. Das ist es. Und dieses Gefühl will ich nicht haben. Dann scheiße. Und ich mag das mehr, diesen Reiz aufrecht zu halten. Hast du das so gesagt auch? Nein. Ja, bist du auch ein Depp. Sorry. Sag's. Ja, der ist ein Depp, ne? Weil Yasin kommuniziert ja immer ganz klar und offen. Ich habe halt zu ihr noch nicht das richtige Gespräch gesucht, weil ich finde, das muss zur Situation passen. Das ist auch eine gute Ausrede. Ich finde, das muss halt zur Situation passen. Ich glaube, so ein Gespräch passt halt zu keiner Situation. Außer wenn das Tarot-Tablett jetzt sagen würde, Botsch, entscheide dich, Carina oder Anastasia. Dann wird er sagen, oh, das ist jetzt die richtige Situation. Also ich nehme Carina, weil ich finde die eh geiler. Und Anastasia bist halt eine Kletter. So. Das wäre doch völlig falsche Situation. Dann ist der Zug doch schon längst abgefahren, da irgendwie ehrlich rüberzukommen. Ich will es nicht sagen, ohne jemanden zu kränken, weil es kommt direkt so. Weißt du, es kommt direkt so Stopp. Ist sie vielleicht abgeschreckt von mir und so meine ich es ja nicht.
Aber ich muss den richtigen Moment suchen. Na ja, verstehe ich auch, aber das gehört zum Leben dazu, auch mal die Leute zu kränken. Wahrheit tut halt manchmal weh. Aber ich glaube, die Leute wollen halt lieber Wahrheit und dann mit dem Schmerz leben und selbst für sich entscheiden, wie es weitergeht, als zum belogen zu werden. Mann, Alter, es ist ja so anstrengend irgendwie. Weißt du, ich wünsche das, was du... Das, was du mit mir gemacht hast, dein Verhalten an sich, das du anscheinend auch bei anderen gebracht hast. Ich wünsche das nicht mal meinem schlimmsten Feind. Warte mal, Beverly, es kann nicht sein, dass er das auch bei anderen gebracht hat, weil er saß da eben und hat gesagt, er war immer ehrlich. Mit allen seinen Frauen. Gut, dann kamst du mit dir, hat er aber auch nicht gerechnet, deswegen... Ob das stimmt? Klar stimmt das, 100 pro. Aber weißt du was, ich bin noch nicht fertig, lass dich auch ausreden. Ich sag auch nichts, alles gut. Aber irgendwann, Max, früher oder später, wird eine kommen und die wird dich umhauen. Und dann wird sie das machen, was du gemacht hast. Dann wirst du das richtig nachvollziehen können, wie das ist, warum man trotzdem zu jemandem fährt, wo man vielleicht weiß, okay, eigentlich voll beschissene Situation und aussichtslos. Ich hoffe es, dass du das irgendwann mal verstehst. Es ist eigentlich so... Also so knapp, dass er, dass ihm das mal passiert, weil Paulina ist ja da. Vielleicht beißt du die mal ein, Beverly, in deine Pläne und dann wird das spüren. Ist kein Problem. Ich glaube, Paulina kriegt ihn so leicht um den Finger gewickelt. Ach nee, so leicht. Das hat ja jetzt gar keinen Sinn gemacht. Ich verstehe das wirklich. Klar habe ich auf ihren Gefühlen vielleicht eventuell rumgetrampelt oder mir war es eher relativ egal, wie sie halt das Ganze sieht, sondern habe da wirklich dann nur in dem Fall an mich gedacht. Aber wenigstens gibst du es jetzt endlich mal zu. Max hat nicht mein Herz gebrochen, aber er hat einfach drauf rumgetrampelt und eine Prellung tut auch mehr weh als ein Bruch. Bam, Junge, geiler Spruch für den Spruch. Grüne Fahne. Ich hoffe, du lernst was aus deinem Fehler. Und jetzt ist sowas. Iss. Ich liebe die ja ein bisschen, ne? Was soll ich, muss ich essen? Alles. Gönn dir, mein Freund. Die hat dir jetzt alles so auf den Teller. Mhm. Guten Appetit. Bevor noch mehr Drama passiert, mache ich das dann halt einfach. Der hat's halt wirklich gemacht, ne? Der hat's jetzt gegessen, aber ich hab's rausgeschnitten. Scusi. Babidi Bobi. Also ein Problem, wenn ich wen anderes kennenlernen würde? Ja. Okay. Aber ich hoffe, dass sie mich und Vanessa einfach auch unser Ding machen lässt und jetzt nicht die ganze Zeit dazwischen funkt. Ja, sie hat dir schon gesagt, hat sie keinen Bock. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht Beverlys Anrecht. Ich muss die ganze Zeit Beverly Hills denken, ne? Wir gucken zurück in die Villa. Jessie hat nicht so viel im Kopf, ne? Du! Gerade du! Nicht gar nicht. Ich finde hier drin jetzt keinen besonders schlau. Mhm. Wollt ihr sagen, Jessie ist dumm oder was? Also alle sind dumm? Aber euch inklusive, oder? Genau meins. Naja, hahaha, Terror-Tablet hat wieder zugeschlagen. Jemand muss gehen. Jetzt? Natürlich. Nein. Doch. Es ist Zeit für Rache. Du hast die volle Breitseite bekommen. Nun guck sie alle mich an. Ja, weil du hier schon die volle Breitseite bekommen hast. Ja, okay, stimmt. Du musstest so viel Drama über dich ergehen lassen. Das kann jeder, das kann jeder sein. Wie, das könnte jeder sein? Also ganz ehrlich, Yasin, du glaube ich schon mal nicht. Was musstest du hier ertragen bislang? Es war doch alles nur Friede, Freude, Eierkuchen für dich. Du bist trotzdem stark geblieben. Jetzt kannst du entscheiden. Es kann auch Paulina sein. Was soll ich denn entscheiden? Die wissen doch, wie ich entscheide. Oh mein Gott, was bist du? Dass du sie rauskriegst. Oh, das wäre so witzig. Wäre das so witzig? Ich würde jetzt erstmal zuhören, was das Terror-Tablett so zu sagen hat an deiner Stelle. Aber gut, ich bin ruhig. Sie hat wirklich viel eingesteckt. Sie hat Tränen, sie war fertig. Jetzt hat sie endlich die Macht und kann endlich den Teufel beseitigen. Alter, also dich oder was? Oh. Paulina, welchem deiner Ex nimmst du die Next? Was? Ich schwöre echt, guck mal. Aber ich muss sagen, Angst habe ich keine. Du? Wer muss die Villa sofort verlassen? Carina? Oder Jessie? Da fällt mir nur Sasa ein, das Terror-Tablett ist mies geil. Alter! Ich find's so heftig, Alter. Aber ich find's auch ein bisschen geil. Bin ich ehrlich mit euch. Also das meine ich jetzt auch nicht so Carina-Mobbing-mäßig, aber einfach Yasin jetzt Carina zu nehmen. Weil er hat Paulina eiskalt rausgeschmissen, die aber vorher, ihr wisst, was er alles getan hat, dann einen kompletten Fick darauf gegeben, dass Paulina noch Gefühle hat. Ist ja auch okay, ne? Ist ja auch okay, aber dafür wird er jetzt halt hoffentlich büßen. Weiß, ob die Jessie nennt. Ich glaube, es ist ihre Freundin. Paulina ist Rache in Person. Ja, aber sie kann auch Stärke beweisen. Mir gönnen einfach mal jetzt. Wenn sie mir gönnt, weiß sie echt Stärke.
Wieso sollte sie dir gönnen? Wo lebst denn du? Nachdem du die noch gefickt hast und dann wieder wie Müll weggeschmissen hast? Also, dass die dir gönnt. Das wäre nicht Stärke, das wäre einfach nur dumm. Ja. Ich möchte, dass Carina geht. Ich liebe alles daran. Oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. So eine bescheuerte Auswahl, sorry. Ich glaube, das ist auch nichts gegen dich persönlich, aber ich glaube, das ist klar. Carina, du hast am Anfang auf meine Gefühle gekackt. Ich habe auch am Anfang gekackt. Aber du brauchst dich gar nicht mit mir streiten. So, Jessica ist meine Freundin. Hallo? Ist halt so, ne? Carina war am Anfang noch so, nein, ich mach nichts, ich mach nichts. Ist ja auch egal, ist ja auch egal. Sie hat ja gesagt, ne? Es geht hier um darum, dass Jessica eh ihre Freundin ist. Aber sorry, ich habe jetzt auch kein Mitleid mit Carina, weil Paulina musste ja auch genauso gehen. So ist das scheiß Spiel und die Show ist fast vorbei. Es ist natürlich jetzt blöd, aber Carina hätte doch genauso entschieden. War da eben noch so, ha, das wäre so lustig, wenn Paulina jetzt gehen muss. Alter, Karma, Junge. Karma ist mein Boyfriend. Ich dachte, du machst einen Herzensmove jetzt und sagst ganz ehrlich, ich gönne dir was Neues und ich gönne dir Glück. Du weißt ganz genau, bei den beiden wird es nichts ernst. Wow. Wow, Paulina, jetzt bin ich wirklich noch enttäuscht. Der weiß, der kann auch immer noch Druck auf sie ausüben, weil Paulina ja auch noch Gefühle für Yasin hat, ne? Der kann sowas von mal seine Schnauze halten. Der hat Paulina eiskalt einfach rausgeschmissen. Es war ihm scheißegal. Da hätte er mal ein Herzensmensch sein können. Und einen Herzensmove machen können. Ist so. Wie kann ein Mensch so böse sein? Wie kann ein Mensch das... Ich weiß nicht, bekommt es nicht im Verstand. Wow. Wow, 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 wow. Bist du blöd? Du hättest doch genauso entschieden, wäre das jetzt alles umgekehrt gewesen. Hä? Wie kann ein Mensch so krass aus Rache handeln? Wie kann sich dieser Mensch noch in den Spiegel schauen und sich denken, das ist die richtige Entscheidung? Was für Rache? Sie hat sich für ihre Freundin entschieden und halt nicht für deine neue. Also ich bitte dich, in welcher Welt lebst du denn? Das sagt so viel, Alter. Ja, das sagt, dass sie, geil ist. Das hat doch gar nichts damit zu tun, dass ich denen das nicht gönne oder so. Es ist einfach meine Entscheidung gegen Carina gewesen, nicht gegen Yasin. Oh, jetzt hat die gesagt, nicht gegen Yasin. Die hat immer noch Hoffnung mit dem, ne? Aber ich finde auch dieses, dass sie den nicht gönnt, ne? Die gönnt den doch, seitdem die da ist. Klar hat die mal einen Aufstand gemacht und meinte, so müsst ihr das vor meinen Augen machen. Aber danach hat die nie wieder was gesagt. Und die machen es ja permanent vor ihren Augen. Also gönnt sie doch. Sie sagt nichts mehr dazu. Was soll sie denn noch machen? Und jetzt kriegt sie die Chance, dann soll sie noch zeigen, dass sie ein Herz hat, so? Weil sowieso ganz Deutschland sagt, sie ist so eine blöde Kuh. Und das nutzt jetzt Yasin auch für sich, um nicht nur die Leute da aufzuhetzen gegen sie, sondern auch alle Zuschauer, weil Yasin ist der Liebling. Er ist im Endeffekt, guck mal, ihr habt hier einen Mann und eine Frau. Und im Endeffekt, wenn sie beide das Gleiche machen, ist die Frau trotzdem die schlimmere Person, weil wir alle einfach so gepolt sind, dass Frauen so etwas nicht tun. Bei Männern, ja, da drückst du mal ein Auge zu. Männer sind halt so. Und das ist halt das große Problem, was viele auch nicht sehen. Ach, ich bereue gar nichts. Dass du nicht einmal gönnen kannst. Du hättest gerade so viel beweisen können, indem du einfach sagst, ich gönne dir was Neues und bin glücklich damit. Aber machst du nicht. Du willst einfach crashen. Das ist so schade, Paulina, wirklich. Das ist so schade. Unfassbar. Unfassbar. Ach, halt doch dein Maul, geh heulen, ey. Der tut mir nicht leid. Und wie gesagt, die hat dir die ganze Zeit gegönnt. Sind wir mal ganz ehrlich, hätte sie jetzt die Möglichkeit gehabt, die hätte mich direkt rausgewählt. Als ob ich die Frau nicht rauswähle, die den Mann genommen hat, mit dem ich mein Leben verbringen wollte. Soll das ein Scherz sein? Bist du überrascht? Ja, bin ich. Weil ich mir dachte, sie hätte jetzt einmal gönnen können. Sie hätte einmal in dem Leben gönnen können. Wir sind doch hier nicht bei den Oscars, ich bitte dich. Also langsam reicht's auch mal. Einmal in ihrem Leben hätte sie gönnen können. Alter, der soll so seine Schnauze halten, ey. Vor allen Dingen ihn gönnen. Sie sieht doch auch die ganze Zeit, wie unernst er das mit Carina meint. Er hat wirklich überall seine Flirtfinger. Überall. So, würde man jetzt vielleicht denken, ja gut, das ist noch was, also das könnte wirklich was Ernstes werden. Wäre es nochmal eine andere Ausgangslage. Aber wieso soll man dem gönnen? Dem gönnt man doch sowieso, also der kriegt doch sowieso schon alles, was er will. Er kann mit Laura flirten. Er kann mit Paulina bumsen. Er kann, was weiß ich. So, und das soll man ihm jetzt auch noch gönnen? Also in seiner Welt würde ich auch gerne mal einen Tag verbringen. Das ist einfach nicht fair. Ich bin sprachlos. Ich bin
Sprachlos. Ich soll einen Herzensmove machen, nachdem ich hier wie Scheiße behandelt werde, nachdem auf meine Gefühle hier gefickt wird die ganze Zeit. Soll ich jetzt nicht? Excuse me, aber brennt's eigentlich bei dir? Der hat mit mir geschlafen, der hat mir falsche Hoffnung gemacht, der hat mich rausgewählt. Jetzt wieder Paulinas Heulface. Du hast dich nicht mal von mir verabschiedet. Stimmt, der hat sich nicht mal bei dir verabschiedet. Alter. Er hat die ganze Zeit auf meine Gefühle gefickt. Wow. Schämst du dich nicht, Mann? Schämst du dich nicht? Ja, sag das zu sich selbst, ne? Schämst du dich nicht? Wir sind einfach ein Team und auch das werden wir überstehen und schaffen. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich check's nicht, dass die echt noch Hoffnung hat, dass das mit dem was wird. Ey, der wird doch jetzt, sobald die Villa verlassen hat, hat der eine neue am Start. Zu 100%. Sie ist so ein Abschaum. Ich schwöre, sie ist der größte Schmutz, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Alter. Dein Scheiß Ernst? Muss auch nicht sein jetzt von Carina. Wie können die Leute jetzt neben mir so sitzen? Ja, fragt euch mal, warum? Vielleicht, weil ihr im Unrecht seid? Das frage ich mich auch. Da mache ich mir auch Gedanken, was das für Leute sind. Keiner schafft, seine Fresse aufzumachen. Das ist ja wohl klares Denken. Keiner macht seine Fresse auf, weil es halt keiner versteht. Jeder würde genauso handeln wie Paulina wahrscheinlich. Aber warum sollte man da euch jetzt irgendwas gönnen? Also, nee. Oh, nee. Nee, Leute, nee. Sie ist nicht das Opfer, sie ist die Böse. Paulina ist böse. Ja, das sagst du aber auch nur, weil sie dich einmal in deinem Leben verarscht hat. Du hast da hingegen tausendmal Frauen verarscht. Und jetzt ist sie die Böse, oder was? Ihr seid beide böse. Punkt. Paulina, komm her. War deine Entscheidung. Ist ja auch alles gut. Alles gut aus. Guck mal, was soll ich machen? Ich glaube, ja, es für die Carina, die... Ja, aber dann soll er mit dir rausgehen. Wenn ihr sich dann geh raus mit ihr. Wenn du so ernst meinst, dann geh raus und weiterlaufen. Hä? Jetzt mal ganz im Ernst. Genau, Yasin soll einfach gehen. Was ist denn da das Problem? Absolut, daran habe ich gar nicht gedacht. Und hat er das nicht auch mal gesagt, dass wenn Carina geht, er geht sofort mit? Also, mal ganz im Ernst, ne? Warum? Also, wenn es ihm jetzt wirklich darum geht, dass Paulina nicht gönnt... Und das ist jetzt alles gerade so schlimm. Guck mal, in was für einer Folge sind wir hier? 15, 16, ja? Also die Show ist bald vorbei. Lange werden die nicht mehr in dieser Villa sein. Dann geh doch einfach jetzt mit ihr raus. Wenn du es so ernst meinst, im Endeffekt ist das doch sowieso der nächste Schritt, dass die sich jetzt endlich mal im realen Leben kennenlernen. Außerhalb von Ex on the Beach. Geht ja nicht, dann hat er ja auch weniger Sendezeit. Leute, wie daher der Wind? Ich sehe das Problem darin, dass Yasin sich halt leicht vielleicht hinreißen lässt und mit den Frauen hier irgendwie flirtet oder intim wird. Ah, Maurice sitzt aus einem ganz anderen Blickwinkel. Der sieht jetzt die Gefahr, wenn Carina raus ist. Ja gut, dann macht er ja wieder, was er will, der arme Junge. Er kann sich doch nicht kontrollieren. So weit müssen wir auch mal alle denken, ne? Carina, mach dir keinen Kopf. Wenn du mir mit einer Frau schließt, ich bring dich um. Was? Mit einer Frau schläfst oder neben einer Frau schläfst? Ich muss nochmal zurück. Ist ja wichtig. Wenn du mir mit einer Frau schläfst, ich bring dich um. Die man neben, ne? Ist doch so eine entspannte. Verstehe ich jetzt gar nicht. Jetzt versaust du dich in den letzten zwei Tagen. Ist ja jetzt auch für dich ein Test. Ja. Vielleicht klappt es draußen noch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich gehe ja davon aus, dass es draußen noch besser läuft als jetzt hier drinne. Ja, aber da wusstest du ja auch noch nicht, dass du jetzt raus musst und Yasin dann erstmal alleine ist, ohne dich, ne? Blöd gelaufen. Ach Mann, Carina. So, Leute, ich sag euch Tschüss. Dir und ihm. Dir und ihm? Vanessa nicht, oder was? Alles klar. Ich bereue das nicht in einer einzigen Sekunde. Ich habe das aus meinem Herz, aus meinem Bauch raus entschieden. Und es ist meine Entscheidung, die kann ich begründen. Und da stehe ich auch komplett hinter. Ja, ist auch besser so. Also ich finde das voll okay. Ich hätte genauso entschieden. Ey, und ganz im Ernst, ne? Also ich verstehe auch nicht, wieso sollte sie denn Carina das gönnen? Aber dann Jesse dafür bestrafen, damit Yasin alles kriegt, was er will. Aber dafür muss dann ja Jesse gehen. Ihre Freundin so. Hä? Das wäre 100 pro Yasins Begründung, dass er sagen würde, Alter, das ist doch mein Bruder, natürlich will ich den. Warum sollte ich denn jetzt irgendwas Gutes für Paulina tun sollen, ne? Ist ja auch so. Vor allen Dingen, wie ernst ist das denn? Sobald sie weg ist, macht er die hier alle an, ne? Alles gut. Ja, ach, jetzt stimmt es hier zu viel. Es war ein bisschen Spaß. Hm? Nicht. Habt ihr gesehen? Okay, erstmal 48 Stunden, dann ist die Show vorbei. Ich mache noch ein bisschen Spaß. Hm? Nichts. Eigentlich, ne, permanent hier. Eigentlich. Zu viele Emotionen, es sind zu viele Emotionen. Ich komme damit nicht klar. Es gäbe für Yasin wohl auch die Möglichkeit, einfach abzubrechen. Sagt auch nur mal der Sprecher, ne? Ja, so ist es, lämmig. Also hör auf jetzt zu heulen.
Es tut mir natürlich leid, aber mal ganz im Ernst, Leute, die Show geht jetzt noch 48 Stunden. Dann nimm doch bitte jetzt deinen Koffer, wenn du es so ernst meinst mit Carina, und verlass die Villa, verdammte Scheiße. Reg mich auf. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, jetzt 48 Stunden, das ist ja schon fast vorbei in meinen Augen, aber es kommt noch einer. Hier. Ich bin Christian, 24 Jahre alt und in meinen blauen Augen verliebt sich jeder. Jeder oder jede? Spaß. Wie hieß er? Ich hab seinen Namen vergessen. Christian. Ja, ist halt ein Christian, ne? Ist nicht mein Fall, aber ganz solide. Ist halt ein Christian. Oh mein Gott, das ist doch beeindruckend! Ja, also kann er mithalten bei den Kalibermann da? Das weiß ich nicht, du! Kann er gerne kommen? Ich bin gespannt. Es gibt auf jeden Fall ein paar Dinge, für die ich mich entschuldigen muss. Ich finde das so lustig. Ich muss euch sagen, ne? In meinem Bauch, da kommt so ein ekliges Gefühl dann raus. So, wie kann man das lustig finden? Dass man sich für viele Dinge noch entschuldigen muss. Schämen solltet ihr euch. So schreit irgendwas oder so? Eine Ex-Freundin habe ich halt betrogen in so einem Gangbang auf den. In so einem Gangbang auf den? Red weiter, Junge. Den hat uns auf frischer Tat erwischt. Bei dir zu Hause oder was? Bei uns in der Wohnung, ja. Ihr habt zusammen gewohnt, Digga? Wow. Was? Der hat mit seiner Freundin zusammen gewohnt, hatte dann ein Gangbang, sie ist nach Hause gekommen und hat die erwischt. Boah. Und er findet es auch noch super lustig. Hier. Und hier, der ist auch noch für dich, Christian. Geht die Sonne da hinten beim Meeresspiegel runter oder ist da noch ein Berg oder so, dass man das nicht clean sieht? Alter Botsch, bei dir fällt gleich ein Ei aus der Hose. Weiß ich meine, ist schon nur Meer, Bruder. Aber er scheint auch nicht der Intelligenteste zu sein, ne? Aber das haben ja auch die zwei Grazien neben Maurice und ich hab's vergessen festgestellt. Wie war nochmal der Name? Ich kann mir voll schlecht Namen merken. Beverly. Wie Beverly Hills. Ah, ja, wie Beverly Hills. Die ist jetzt auch zurückgekommen, Max. Beverly, okay. Beverly, die Geile. Yasin, klar. Carina ist ja jetzt weg. Er muss sich ja jetzt an eine neue ranmachen. Das ist doch ganz klar. Er ist Yasin, hallo. Die Sendezeit, die da entsteht, die sollte nur für ihn generiert werden. Er ist der Star der Show. Ich weiß nicht, ob er oder Paulina. Muss ich mir noch überlegen. Ich finde die Beverly ziemlich nice. Die hat ein richtig hübsches Gesicht, gell? Ich glaube, sie ist die einzige Frau, die keine gemachten Brüste hat und ihr steht's brutal. Was ist das? Spinnt der? Was fällt dem ein, so eine Aussage zu treffen? Ihr stehen die nicht gemachten Brüste, also ihre Naturbrust, wie sie geboren ist, steht ihr ja ganz gut. Ja. Ey, was fällt dem ein? Was fällt dem ein, sowas zu sagen? Ich könnte ausrasten schon wieder. Mir fehlen gerade einfach die Worte, so wie ekelhaft ein Mann sein kann. Ich hoffe, du stellst immer noch neben mir. Kommt ja ganz auf deine Situation jetzt drauf an, ne? Mhm. Ja, schon ein murmeliges Gefühl auf jeden Fall, weil ich nicht genau weiß, was da gerade abgeht bei den beiden. Murmeliges Gefühl, das ist ja süß, das habe ich noch nie gehört. Das heißt doch mulmiges Gefühl, oder? Wie ist es von deiner Seite aus? Meinst du, da könnte doch irgendwas wieder kommen? Gar nicht. Ich hoffe einfach, dass irgendeiner sie hier ablenken kann. So, dass sie so uns beide sozusagen dann machen lässt. Du. Yasin bestimmt, oder? Was denkt ihr? Ich habe aber keinen Bock, dieses egoistische Arschloch mehr zu sein. Es ist auf jeden Fall überall zu viel Max. Ich bin nicht dafür bereit. Ich habe mir das leichter vorgestellt. Es ist auf jeden Fall heute komplette Reizüberflutung. Mir ist von allem alles zu viel. Ey, die Arme. Ich glaube, die sind noch nicht über den Max hinweg. Küssen ist auch total wichtig. Und auch das muss matchen. Das muss halt auch matchen. Gesagt, gecheckt. Der wird geknallt. Ja, Yasin, bist du jetzt an der Jessica dran oder irre ich mich da auch eben beim Tanzen ein bisschen? Ja, aber ich glaube, der ist aber überall dran. Also wirklich. Das glaube ich aber auch. Bin ich überrascht? Nee. Der Yasin hat, finde ich, nicht ganz so zurückgehalten. Aber ist doch auch nicht schlimm. Carina ist doch eine Entspannte, das juckt die doch alles gar nicht. Ich glaube, die härteste Bewerbungsprobe, die ich jemals hatte. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Die härteste Bewerbungsprobe, die er jemals hatte. Carina ist vielleicht 3 Stunden weg. Ich heule. Wenn man doch schon so eine falsche Schlange ist wie er, wie kann man denn dann auch noch mit so unfassbar wenig Charisma um die Ecke kommen? Das sucht ja wirklich seinesgleichen. Das ist gefährlich für mich. Warum? Ja, weil eine Frau gegangen ist, die mir sehr gefallen hat und du gefällst mir auch sehr, wenn ich ehrlich bin. Aha, guck mal, ist eine Frau gegangen, die mir sehr gefallen hat und du gefällst mir auch sehr. Also Carina und Beverly sind schon auf einer Stufe. Frage ich mich, Carina, ist das auch okay? Alter. Man, wem vergaß du das, deine Urgroßoma oder irgendwas, aber das ist ja komplette Scheiße. Nichts im Leben passiert ohne Grund, oder? Ja, leider.
Alles passiert aus einem... Nee, warte. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ich breche kein Frauenherz mehr. Nein, es reicht. Es reicht. Ich frage mich halt, wann er ein Frauenherz bricht. Also für ihn muss das dann wirklich schon ein sexueller Akt sein, der passiert, um dieses Frauenherz zu brechen. Vorher die ganze Zeit immer rumzuflirten und bla 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 und hier seine Finger und da und hier mal ein Küsschen und ach, du bist so schön und du bist genauso schön wie Carina und genauso eine tolle Frau. Das bricht keine Herzen. Das wissen wir alle. Du kannst jetzt gerne neben mir schlafen, aber 1 Meter Abstand, wenn du magst. Alter. Da hat doch Carina noch spezifisch gesagt, schlaf nicht neben irgendeiner anderen. Oder ich habe es falsch verstanden und es ging ja um Miteinander, also Sex. Das kann natürlich auch sein. Würde auch zu Carina passen, dass halt Sex die Grenze ist. Alles andere knutschen, fummeln, pipapo. Die ist doch eine ganz entspannte. Doch, hoffentlich kannst du dich an deine eigene Regel halten. Werde ich. Ich habe mir das vorgenommen und jetzt ziehst du es mal durch, Jasmin. Aber wahre Kämpfer müssen keine Ansagen machen, die erledigen alles auf dem Schlachtfeld. Ja, ich finde es gut, dass Yasin mir einen Schlafplatz neben sich angeboten hat. Ich finde es auch gut, dass er sie wieder da gekuschelt hat. Klar, Körperkontakt ist da. Aber da hängt halt der Verflossenen hinterher. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann am Ende wieder der Verlierer bin. Ich habe keinen Bock mehr, in dieser Verliererschublade zu stecken. Ja, das könnte sein. Weil mit Carina ist die ganz große Liebe, das wissen wir alle. Ich bin aber da. Alles passiert aus einem Grund und ich bin jetzt da und die andere nicht. Vielleicht soll es für ihn einfach andersrum nicht sein. Sie auch hyoff hot, ne? Und er liegt dann nackt im Bett und sagt ihr das und will dann noch, dass sie sich dazulegt. Rasend werde ich da. Warum gibst du alles dafür, so scheiße zu sein? Nächster Morgen. Ich komme an Yasin leider nicht ran. Yasin hat ein Herz verschenkt. Ich brauche einen neuen Masterplan. Ah. Bleib dran, wir wollen doch jetzt alle sehen, ob er noch mal schwach wird. Das ist gemein, ne? Erste Nacht ohne Carina und viele Gedanken gemacht. Das Carina-Armband ist gerissen, Leute! Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Das ist übrigens falsch, ne? Ich mache den Endspieler falsch. Kann das sein? Ich muss mal kurz nachgucken. Das ist ja peinlich. Ich habe hier auch wirklich so eine eigene Maurice-Einspielerliste. Weil ich doch da auch mal mir den grünen Anzug gekauft habe extra und was für euch kreieren wollen würde. Soll ich dieses Weihnachten vielleicht als kleines Special? Habt ihr noch Bock? Wisst ihr überhaupt noch, wer Maurice ist? Dann bist du dumm, aber dann ist deine Sache. Okay, ich hab's. Pass auf. Merkt dir eins, es gibt im Leben keine Zufälle. Nee, stopp nochmal. Merkt dir eins, es gibt im Leben keine Zufälle. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Wie war ich? Komm. Gut, oder? Hat sich das Üben am Spiegel gelohnt? Oh mein Gott. Unser Ding wurde gesprengt. So. Euer Ding wurde gesprengt. Ey, du hättest einfach deinen Arsch bewegen können, mit dir gehen können. Da wäre nichts gesprengt worden. Der tut auch so, als wäre Ex on the Beach das wahre Leben, ne? Yasin hier mit seiner Fake-Show von wegen, ich bin jetzt normal und ich bin keine Home mehr. Da ist halt so voll berechnend in dem, was er sagt, Yasin. Unnormal. Ey, ich frage mich halt, ob der, als er mit Paulina zusammen war, ob der da treu war. So, und auch Paulina, ob die da treu war. Weil zwei Hosts in einer Beziehung, wie soll das funktionieren? Der muss sagen, wir müssen das doch wissen. Da kommt so vorher so hin und sagt so, hey, sagst du, Frau mit dem Mohren sein, du halt die Schnauze, Alter. Die ist geil, ne? Aber sein Armband ist kaputt gegangen, ne? Oh. Nein! Nein! Halt die Schnauze! Erzähl doch keine Kacke! Ich muss lachen, weil ich würde auch darüber lachen und mich freuen. Klar, wer denn nicht? Oh mein Gott! Das Carina-Armband ist gestern kaputt gegangen. Keine paar Stunden, nachdem sie das Haus verlassen hat. Der Zauber ist gebrochen, Leute. Oh. Erzähl doch keine Kacke. Der Zauber ist gebrochen. Geil. Oh mein Gott! Look at her butt. Ja, das muss ich auch immer denken, wenn Leute sagen, oh mein Gott. Hey, look at her butt. Aber die ignorieren das. Das ist krank. So ein Zufall, ja, so ein krasser Zufall. Oh, da ist er gerade wieder am Auffädeln. Der arme Junge ist doch fick und fertig. Wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Und sie dann wieder so, ja, von wegen, oh, jetzt haben wir das gebrochen so, und jetzt versucht das jetzt so zusammenzumachen. Was ist das denn? Das ist jetzt so berechnend, dass er jetzt versucht das so. Ja, natürlich, normal, der scheißt doch auf sowas. Natürlich. Ist das doch kackegal. Die werden sich noch einmal sehen oder so draußen und dann war es das wieder. Kennen wir doch alles. Ich bin so gespannt. Ey, aber ich glaube, es gibt kein Wiedersehen, ne? Frage. Oh, sollen wir Paulina ins Interview hier mal hinholen? Die ist ja in Köln.
Und das würde vielleicht funktionieren. Also wahrscheinlich hat die keinen Bock. Ich weiß noch, dass ich die auch damals für Temptation Island gefragt hatte, als sie mit Henrik da war. Aber irgendwie konnte ich es auch verstehen, dass sie da nicht drauf geantwortet hat, weil alle, die bei Temptation waren, sind danach immer so fick und fertig, ne? Weil es ja deren komplettes Leben auseinander nimmt. Also in den meisten Fällen. Aber irgendwie wäre doch geil, Paulina. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Background-Infos bekommen. Ich glaube, ich mach das mal. Ich schreibe dir gleich mal. Aber du hast es auch gespürt, ne? Das Wackeln? Gab's ein Erdbeben? Ja. Sowas von. Im Bett, Paulina und Marvin. Marvin und ich schlafen ja immer nebeneinander. Und ja, jetzt auch miteinander. Entschuldigung. War echt schön. Die hat den wirklich richtig geritten, Alter. Und alle sind daneben. Die anderen haben ja wenigstens noch ein bisschen Schramm und machen die Decke drüber. Sie so, scheiß drauf. Wuhu. Ah, herrlich. Paulina ist einfach so richtig schön weich und glatt. Und find's irgendwo ganz geil, wenn man so ein bisschen öffentlicher Sex hat. Ja, ich hatte auch. Kann denn das sein? Was hattest du auch? Ihr habt einfach... Ihr Geisteskranken, ey. Warte mal, Jessie auch? Ey, eine Sache will ich aber ganz kurz sagen, ne? Die haben ja jetzt gebumst anscheinend, Jessie. Ach nee, hier, Paulina und Marvin. Und wenn Yasin dazu irgendwas sagt, dann soll... Ich will einfach, dass er auch einmal Paulina gönnt. Wisst ihr, wie ich meine? Bislang war da ja nicht viel. Marvin hat so ein bisschen geknutscht und so. Aber ich will, dass er ihr gönnt und da seine Schnauze hält, wenn er das herausfindet. Ich würde sagen, wenn das neben mir beide Sex hatten. Erzähl mir doch keine Scheiße! Ja, heute Nacht oder heute Morgen ist ja unter der Decke ein bisschen was abgegangen bei mir und Jermaine. Die haben einfach auch, ne? Und das Geile ist, Victoria liegt halt daneben, die hat die Augen auf und hat es nicht mitbekommen. Warst du mal beim Optiker? War ganz schön. Ja, war gut. Ich glaub das gerade nicht. Was? Nee! Was? Können wir mal bitte ganz kurz festhalten, dass neben mir rechts und links gevögelt wurde und den da mittergelegen bin und nichts mitbekommen hab? Ja. Sachen gibt's? Die gibt's gar nicht. Ich schlafe hier neben zwei großen Penissen und keiner ist in mir. Was ist das denn? Das ist eine absolute Frechheit. Und? So groß, ne? Boah, richtig gut. Stimmt, die hatten den ja alle schon, wie geil. Jetzt verstehe ich auch wieder das mit dem Spielzeug in der Villa. Also das ist ja wirklich geil. Oh shit. Jetzt Carina kommt zurück. Maurice, Christian und Anastasia. Abgerechnet wird am Strand. Es geht zum Strand, aber das sehen wir heute nicht mehr, denn das war's heute mit dieser Doppelfolge. Leute, wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ach, scheiße, den Spruch bringe ich doch sonst immer erst danach. Wir gucken rein, wie es hier weitergeht. So geht's nächste Woche weiter. Ich bin nicht bereit, mit Paulina jemals wieder ein Wort zu wechseln. Also ich habe meinen Fokus so ein bisschen auf sie gelegt. Mann, das ist eine coole Art. Ich hab's hier eine kleine Anziehung. Yeah! Weil jetzt habe ich endlich ein bisschen mehr freie Bahn. Ihr Süßen. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Haut rein. Peace. Es ist so viel tiefer bei uns, als das, was ihr seht. Wir sind doch nicht zusammen.